Wicked Inside. Wir schauen das Showcase zu No Rest for the Wicked und danach spielen wir es auch gleich mit Gregor, mir und euch. Hallo und herzlich willkommen hier live bei Rocket Beans TV und wir freuen uns ganz besonders, euch heute Abend hier No Rest for the Wicked präsentieren zu können und das gleich in doppelter Form. Hallo Gregor, schön, dass du auch mit dabei bist. Hallo Fabian, schön, dass ich dabei sein kann. Schön ist, wenn ich an meine Jugend zurückdenke. Mhm. Freitag, Schule ist vorbei, kann man sich mal auf Games konzentrieren. Ja. Jetzt werden die einem direkt übers Internet gesendet. Das ist tatsächlich so. Und natürlich bleiben wir auf so einen Freitagabend gerne noch hier, wenn es die Chance gibt, dass wir zuerst das Showcase sehen können zu No Rest for the Wicked mit dem Namen Wicked Inside. Das beginnt in etwa 10 Minuten. Und das noch Tollere daran ist, dass wir danach gleich die Chance haben, das Spiel hier live für euch zu spielen. Wir haben gedacht, warum sollen wir nur nächste Woche im Game Talk drüber quatschen? Setzen wir uns doch heute hier hin, gucken uns das gemeinsam mit euch an und spielen dann auch rein. Und ich persönlich bin hyped auf dieses Spiel, weil ich auch großer Fan bin der vorherigen Spiele von Moon Studios, also Ori, vor allem Will of the Wisps, der zweite Teil, echt eins meiner Lieblingsspiele von vor ein paar Jahren. Ganz tolles, schönes Metroidvania in einer tollen Fantasy-Welt. Und No Rest for the Wicked wird ein bisschen ein anderes Spiel werden, aber auch wieder, so wie es aussieht, in einer sehr stimmungsvollen Welt. Ja, ja, ich mag die Moon Studio-Spiele auch sehr gerne, insbesondere eben bisher, die haben sich ja in einem konkreten Genre ausgelassen, hast du ja schon ausgeführt. Und die hatten ja immer auch als Alleinstellungsmerkmal nicht nur das Gameplay, sondern gerade die visuelle Seite, audiovisuell. Ja. Es waren einfach wirklich sehr, sehr schöne Spiele. Ich glaube, gerade das zweite Ori, schön mal 4K, 120 Hertz oder sowas, das kommt dann nochmal anders rüber. Aber ich hatte auch schon No Rest for the Wicked im Hinterkopf und ich habe mich umso mehr um die Einladung hier gefreut, weil es hat sich fast schon gefühlt angeschlichen. So, es war angekündigt worden vor einiger Zeit. Ich dachte, oh, da brauchen sie bestimmt schon noch lange, lange Zeit dafür. Und jetzt so, es ist nicht nur der Showcase, der hier gezeigt wird, du hast ja auch gesagt, wir werden schon spielen können und dass wir hoffentlich auch bald dann ja mal gucken, wie weit diese Version schon fortgeschritten ist. Es ist nicht bis 2027 dauern wird oder so, ne? Genau, wir werden dazu heute auch in diesem Showcase weitere Infos bekommen, wann es mit dem Spiel denn losgeht. Es wird später erscheinen für PC, für PlayStation, für Xbox und einmal kurz schon mal vorweggenommen, falls ihr euch nachher fragt, wie spielen die beiden das eigentlich da? Wir spielen dann hier eine PC-Version mit Controller. Du kannst es später auch mit Keyboard und Maus spielen, das ist aber quasi noch eine Arbeit und das, was wir hier heute spielen, ist darauf ausgelegt, dass es eben mit einem Controller gespielt wird. Und wir haben uns im Vorfeld das auch schon ein bisschen angeschaut, um hier nicht gleich wie die letzten Löffel durch diese Welt zu laufen, weil das Spiel soll anspruchsvoll werden und ich glaube, durch die Art und Weise, wie es funktioniert, also wie man sich da bewegt in dieser Welt, das, in diesem Action-Rollenspiel, das ist schon eher auch für einen Controller ausgelegt. Ja, ich kann es sagen, wenn ihr bisher was von dem Spiel gesehen habt, werdet ihr auch beim Showcase jetzt nochmal abgeholt und dann, wenn ihr noch keinen Eindruck bisher bekommen habt, wenn man es auf den ersten Blick sieht, als so Top-Down-Action-Adventure-Action-App, RPG, je nachdem, was da für Mechaniken dahinter stecken. Es gibt ja sehr viel im PC-Bereich, insbesondere, das ging so an mir relativ vorbei, muss ich sagen. Ich habe mich nicht Anfang der 2000er dann für monatelang hinter den PC geklemmt und Loot gesammelt. Aber mir gefällt nicht nur von der Perspektive aus, sondern dass man da auch nochmal den Gameplay-Anspruch reintun kann. Ich möchte gerne auf dem Controller ausweichen, ich möchte kontern, ich möchte dann ohne Ende verschiedene Waffen ausprobieren können. Und das ist eher so meins, deshalb würde ich zum Beispiel bei dem Spiel, so wie es funktioniert, auch mit dem Controller spielen und nicht unbedingt mit Maus und Tastatur. Das stimmt. Ich habe mir schon eine ganze Reihe an Ausreden aufgeschrieben, da vorne auf dem Zettel, falls wir nachher schlecht spielen. Also die Lampen sind zu hell, der Fernseher ist zu klein, der Controller-Akku ist leer. Das stimmt alles übrigens. Das wird auf keinen Fall an Gregor und mir liegen, falls wir mal sterben werden. Ich bin gespannt, wie weit wir kommen. Das ist natürlich in der Live-Situation dann noch mal ein bisschen was anderes, klar, das vorzuspielen. Und da werden wir schon, wir werden auf echt ein paar spannende Monster und Gegner treffen. Es wird nicht leicht werden für uns beide. Es ist auch noch eine Vorab-Version, muss man natürlich sagen. Also so, ich habe auch einen kurzen Eindruck bisher davon bekommen. Du hast ein bisschen mehr schon vorab reingespielt. Es sieht schon so aus, quasi, oh, da ist ja schon so viel drin. Es funktioniert schon gut. Aber natürlich, da kann immer wieder was sein, dass noch nicht was komplett fertig geschliffen ist. Und natürlich gibt es da ja auch dann Elemente, das ist ja kein berechenbares Spiel von wegen, oh, was du für Waffen dann immer bekommst und wie die Gegner agieren oder reagieren.
sondern wir müssen uns auch ein bisschen dann von dem leiten lassen, was das Spiel uns gibt. Ja, das ist aber auch super spannend, weil ich habe diese Version jetzt schon mal gesehen, habe die dann auch nochmal angefangen und jetzt wird das dann wieder, wir fangen gleich ganz frisch an mit einem neuen Charakter-Boni, den wir schon quasi vorbereitet haben, damit wir hier gleich in die Action springen können, wenn das Showcase vorbei ist. Das kann wieder ganz anders sein, weil wie du eben schon gesagt hast, das Loot, das man findet, also vor allem die Ausrüstung, hat natürlich, spielt da eine sehr große Rolle. Und ich habe da einmal eine ganz andere Waffe gefunden als in dem Playthrough davor. Und das verändert sehr die Dynamik, auch den Anspruch. Also du hast dann eine viel schwerere, durchschlagskräftigere Waffe und haust die Gegner sehr viel schneller weg, bist dadurch dann aber auch langsamer und kannst eben auch schneller Schaden einstecken. Also das kann wirklich zu ganz unterschiedlichen Spielgefühlen einfach führen. Mhm. Und ja, wir sehen jetzt hier schon im Hintergrund den Ladebildschirm des Showcases. Das wird in 5 Minuten hier losgehen, also pünktlich um 6. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen euch da auch schon ein bisschen früher begrüßen. Und persönlich bin ich gespannt, was wir erfahren werden, auch wann das Spiel für euch da draußen spielbar wird. Also da müsst ihr jetzt auch nicht neidisch sein, weil wir wissen auch schon, dass was wir heute hier spielen, das haben wir jetzt vorübergehend, das wird dann quasi wieder unbrauchbar gemacht danach. Wir werden das jetzt nicht wochen- oder monatelang schon spielen können. Aber es ist cool, diese Gelegenheit zu haben. Das korreliert übrigens auch damit nächste Woche, wenn der Game Talk ist, dann würde diese Version hier tatsächlich schon gar nicht mehr für uns spielbar sein. Das heißt, wir müssen das Maximum da jetzt rausmelken in der Zeit, die wir haben. Ja, ja. Das ist interessant bei so Vorabzugriffen, natürlich durch den Vorteil, den wir durch unseren Job haben, dass wir solche Versionen spielen können und dass wir nicht dann irgendwo in die Walle High fahren müssen, um da mal kurz an dem Rechner zu sitzen. Allerdings, ab und zu mal ist es dann auch so, ich mache dann Steam an. Übrigens, das wurde wir, die Lizenz wurde dir wieder entzogen. Ach ja, das war nur eine Testversion, die ich nur für eine gewisse Zeit hatte. Das stimmt, das stimmt. Ja, noch angemerkt, das, was wir heute hier spielen, ist fokussiert auf den Singleplayer. Das Spiel wird später auch mal eine kooperative, kooperatives Element haben. Aber heute Abend hier kämpft jeder für sich allein. Wir werden uns vermutlich mal abwechseln. Wir gucken mal, wenn ich 12-mal gestorben bin, da darf Gregor auch mal 3 Leben spielen und umgekehrt. Vielleicht werde ich da gleich reinstarten und es beginnt dann auch mit ein bisschen Story-Background noch für euch, dass euch so ein bisschen, dass ihr so ein bisschen in die Welt des Spiels eingeführt werdet, weil das eben nicht nur auch Monsterkloppen sein soll, sondern es soll da auch eine Geschichte im Hintergrund geben, die sicherlich auch in dem Showcase gleich nochmal angerissen wird. Ja, es ist natürlich dann vom Charakter und der Klasse abhängig, je nachdem, was einem solche Spiele in die Hand geben. Hast du, wenn du solche anspruchsvolleren Action-RPGs dann spielst, Fabian, hast du eine persönliche Präferenz, wo du sagst, oh, ich bin jemand, der Magie gerne spielt, als Fernkämpfer zum Beispiel, also ich bin jemand, der weniger kontert bei solchen Spielen, weil ich immer das Gefühl habe, ich muss bei jedem Gegner neu lernen, aber ich versuche dann eher auszuloten, gibt es I-Frames, Invincibility-Frames zum Ausweichen, ich turtle auch gerne mit dem Schild, also schön davor halten, das mal ausloten. Hast du deine präferierte Art oder lässt du dich auf jedes Spiel immer neu ein? Also ich bin jemand, der grundsätzlich gerne in den Nahkampf geht und No Rest for the Wicked ist auch ein Spiel, wo quasi dann deine Charakterentwicklung ist an bestimmte Attribute dann gekoppelt, das werden wir später auch mal zeigen, wenn wir aufleveln sollten, was ich hoffe, was uns gelingen wird in der Zeit, die uns zur Verfügung steht und dann kannst du quasi selber auch beeinflussen, in welche Richtung du dich weiterentwickeln willst und je nachdem, welche Waffen wir finden oder wenn wir auch ein Schild finden, die skalieren dann mit bestimmten Attributen, für die du dich halt entscheidest. Dann entwickelst du selber quasi dich in diese Richtung weiter und bist da nicht von Anfang an festgelegt. Und ihr werdet auch sehen, dass wir mit einem sehr rudimentären Charakter in einer misslichen Lage beginnen. Und da kommst du damit so ein paar zerrupften Lumpen am Leib in der Spielwelt an. Und da müssen wir uns dann erstmal quasi was zusammensuchen. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, das ist zufallsbestimmt, was wir dann da finden werden. Und mal gucken, wie wir uns schlagen werden. Es ist realistisch möglich, dass wir es schaffen, diesen Spielabschnitt, der uns hier zur Verfügung steht, durchzuspielen. Aber dafür müssen wir schon. Also man könnte relativ schnell zum Endgegner dieses Bereichs kommen, aber es ist sehr, sehr schwer, wenn wir nicht vorher ein bisschen rumlaufen, leveln und uns Equipment holen. Also mal schauen, wie wir da rangehen und wie wir uns gleich schlagen werden. Würdest du sagen, du bist so ein Experte in dieser Art von Spiel? Also würdest du dich ja als gut einschätzen? Das absolut nicht. Also Experte in der Hinsicht, ich habe schon viele vergleichbare Games, jetzt nicht, dass die exakt wie No Rest for the Wicked gewesen sind, aber ich mag anspruchsvolle Action-RPGs. Es hängt bei mir mittlerweile vom Spiel her ab, ob mir das auch wirklich so viel Spaß macht.
um, wenn mal der Schwierigkeitsgrad anspruchsvoller ist bei so einem Game, möchte ich mich damit auseinandersetzen, ist es mir meine Zeit wert. Mhm. Du hast ja viel von den Koryphäen im Genre, wo ich sage, okay, das Spiel wird mich mit meinen Skills wahrscheinlich sehr, sehr durch die Mangel nehmen, aber es gibt mir dann auch dementsprechend viel zurück, dass ich mich in solche Spiele dann reinarbeite, im positiven Sinne. Aber für jedes Publisher XY bringt noch ein Spiel dieser Art raus und du gehst um die Ecke und wirst von 700 Ecken von 500 Gegnern angegriffen, dann sage ich, ich habe Besseres mit meiner Zeit zu tun. Das stimmt. Ich finde das mittlerweile auch spannend, so ein bisschen das Konzept, wie es hier auch verfolgt wird, dass man das Gefühl hat, du musst dich erstmal darauf einstellen, so ein bisschen auf die Dynamik der Gegner auch, also wie schnell kommen wirklich deren Angriffe rein, dass eben so ein Treffen mit einem Gegner wirklich auch eine Bedeutung hat und dass es nicht so ist, du gehst irgendwo rein, da sind dann 100 Skelette und 27 Fledermäuse und du mähst da so durch. Ich habe das Gefühl, davon ist man so ein bisschen generell einfach weg und das Spiel hier verfolgt auf jeden Fall auch diese Idee, dass Kämpfe einfach für dich eine signifikante Herausforderung darstellen sollen. Und ja, jetzt sind wir nur noch 10 Sekunden vom Start weg und dann geht's hier los mit Wicked Inside und danach, wir sagten es schon, werden wir hier relativ nahtlos ins Spiel springen und selber für euch spielen. Und jetzt geht's los und wir halten erstmal kurz den Mund, würde ich sagen. Ja. Violence, jetzt habe ich den Mund nicht gehalten. Das ist noch okay mit dem Bildschirm. Hey everyone, I'm Thomas. And I'm Gennady. We founded Moon Studios during the rise of independent games in 2010. Back then, there weren't all that many modern Metroidvania games out there, and so we created Ori and the Blind Forest. Ori became a huge success with gamers and critics alike, and it helped spark new interest in the genre. Our next project was supposed to be something totally different, because for over 20 years we've been playing action RPGs religiously, and we always dreamt of where this genre could be taken next. At the same time, we felt that we could do even more within the Metroidvania genre, and so we embarked on making Ori and the Will of the Wisps. We ultimately shipped another game that was incredibly well received, and that we're deeply, deeply proud of. But we had never forgotten about our dream of creating our own action RPG. We have left our mark on one genre before. Now we hope to do the same for action RPGs. Our story begins 841 years after the Embrace. King Harrow is dead, and he's to be succeeded by his young and untested son, Magnus. Meanwhile, rumors of the return of a great plague known as the Pestilence are starting to emerge. Madrigal Selene, a ruthless figure in the church, sees the Pestilence as a chance to prove herself. These forces converge on the backwater of Isola Sacra, where rebel groups and the provincial government fight for control amid the isle's crumbling ruins. As a Serim, a member of an ancient sect devoted to defeating the Pestilence, you are sent on a merchant ship to investigate. En route, your ship comes under attack from a rebel group known as the Risen. The battle leaves the vessel battered and badly damaged. The ship stands little chance as it limps towards the shore and it is torn apart on the rocks at sea. You find yourself washed up at the shores of Isola Sacra, bruised and unarmed, and end up caught in the midst of both a vast political struggle and a fight for survival. Beatles hat er trainiert auf jeden Fall. Ja, ich habe das Gefühl, und wir kennen dieses Showcase auch jetzt noch nicht vorab, dass wir einen Charakter gebaut haben, eben der ziemlich ähnlich aussieht wie der Kollege da. Passend, wirklich sehr passend. Mochte auch den Hut mit den Kerzen. With the West for the Wicked, we decided to handcraft an entirely seamless world. Nothing in this game is procedurally generated. Finde ich eine gute Anmerkung. Instead of moving across a randomly generated flat plane, throughout this showcase, you will notice that our world is dense, interactive, uses a ton of verticality, and that every inch was crafted by a designer.
You'll be well served, always paying attention to your surroundings too. There are secret areas just about everywhere that usually reward you with precious items. Unterschiedliche Philosophien, random oder handcrafted. In so einem Fall bevorzuge ich handcrafted, muss ich sagen. It ensures that every player has their own unique experience and that every time you explore an area, you might just finally get that last gold ore or new battle axe you've been waiting for. We abandoned the old point-and-click model to move your character around. We wanted players to have ultimate control over their character. Every movement you make should feel tactile and be intentional. For that reason, we designed Wicket to be played using WASD or a controller. Oh, I knew it. Should have never brought you on board. You'll never make it to Sacrament from here. Sacrament, kann ich schon mal sagen, ist heute Abend unser Ziel auch gleich. Instead of going for realism, our goal is always to create games that look like a painting come to life. Our artists spent years meticulously modeling and hand-painting all of Isola Sacra. You will traverse through plenty of breathtakingly beautiful environments, lit with natural day and night cycles, immersed in dynamic weather. Die Tiefe ein bisschen höher als bei vergleichbaren Games rein, wenn man vom Visuellen jetzt ausgeht, ne? We also engineered a very special way of rendering our top-down world, where you can always see so much further into the distance. Das ist ein bisschen eine Perspektive, damit du einfach auch eine gewisse Distanz und Gegner in größerem Abstand sehen kannst. Then you can actually climb it. And if an object is too thin to walk over it, you might just need to balance your way across. Oh ja. Du hast dir das alles gemerkt, wo die eben waren, weil das sind Bereiche, die wir auch besuchen werden. Wird das abgefragt danach, ja? Ich frag dich danach. Okay. Which to us meant that every attack you make should be carefully considered. We wanted to bring weighty, precision-driven combat to the top-down space. Combat that's inspired by several different genres from ARPGs to fighting games. Er hat hier übrigens ein Schild. Das müssen wir erstmal finden. Dann. Das Schild ist eine große Hilfe. In order to overcome an opponent, you need to watch out for telegraphed behaviors and then punish accordingly. Man sieht unten links, wie man das Equipment machen kann. Der hat gerade ein Schild und ein Einhandschwert. And weapon weight are incredibly important in Wicket's combat model. In the rest for the Wicket, every single weapon has its own unique moveset and stats driven by RNG. Ein Ungeschick, die er schon mal hat. Also die so Timings, ne, ausweichen, using this dagger, I'll have a hard time breaking this enemy's shield. Let's try something different. Ja, gute Konter. If you time it just right, you can parry incoming attacks, allowing you to exploit an enemy's opening. Hat er so eine Spezialattacke gemacht, das ist dieser kleine braune Balken über dem Energiebalken oben links. Gear in the rest for the Wicket comes in four different rarities. White items are common, and like in other ERPGs, they're not trash loot. We instead made those the most customizable. Blue items are rare, they offer only positive enchantments. Purple items are cursed, they offer very positive enchantments, but they also come with a cursed enchantment. Gold items are unique. They are specifically handcrafted by our designers and offer unique enchantments. This rare claymore we found has an enchantment that increases my focus gain whenever I deal damage. Und im Beidhändig bin ich selten gut, muss ich sagen. Da brauchst du wirklich gutes Timing, für mein Gefühl zumindest. Ich vermute auch, dass er jetzt sehr langsam sein wird, wenn er zuschlägt. Du schlägst dahin, wo du denkst, dass der Gegner hingeht. Ich schlag lieber zweimal schnell zu und nicht so stark als einmal super langsam.
and used on other weapons. That way, players can come up with their own unique moveset. Muss echt gut an dem Konter neben sein, ne? Also du musst dich darauf verlassen können, das Timing gut zu lesen. It is then used to perform rune attacks. Let's drive off. Oh, okay. Das war nicht unnett. But every now and then, you might not even need to use your weapons to get rid of an enemy. Sometimes, all you need is a little push. Gut, alte Schubser. Das kann die Umgekehrt übrigens aber auch alles besorgen. Du kannst überall runterfallen, nimmst auch Fallschaden. Custom made by our incredible animation department. Squash and stretch and other animation principles directly inform our combat design. Layered on top of that, enchantments that drastically impact weapon behavior. Ich die Energieleisten schon sehe. Leichte Schwitzen. Ich kann schon mal sagen, den sehen wir heute Abend vielleicht auch noch, wenn es nicht ganz schlecht läuft. Fun and engaging and allows every player to create their own style of combat. When it comes to gear like armor, there is a wide range of options, each with their own design and attributes. The weight of such items even affects your movement in combat. For instance, if you opt in for a lighter, faster build, you can quickstep out of enemies' way. Quicksteps are fast and don't consume a lot of stamina. Mm-hmm. Yeah. With medium weight build, your character will dodge roll. Those are slower and consume more stamina. For No Rest for the Wicked, we designed a soft class system. Instead of locking you into a character class that you then have to adhere to for the entire playthrough, we want you to have the flexibility and freedom to play as the type of character you want to, and even come up with character classes we haven't even thought of. So far, we've shown what combat looks like with a more melee-focused build. Let's take a look at how combat changes for a mage. This character build uses a two-handed staff. We have three rune specials available: Blink, Fireball, and Nova. Siehst du quasi unten links in der Ecke, wenn du dann RB drückst, kannst du diese Runenfähigkeiten aufrufen. Ja. Und die kosten dann den Fokus oben, ne? Das ist die braune Leiste über der Energieleiste. Und du kriegst Fokus wieder zurück, wenn du Gegner besiegst. Each item you find or craft, unter anderem. Being able to create any character build you can think of through our soft class system and the randomized loot, all of these systems combine to ensure each playthrough and every player's experience is never truly the same. Ganz frisch aufgenommen, die Footage. Donnerstagabend stand da von der Uhrzeit. Echt? Ja, ja. Ach, gestern Abend. Warwick. Mittagessen. Eieiei. I saw a Sakurai's riddled with plagued enemies known as the Torn. As you can see, this Torn has been left to mutate and fester and will prove particularly vicious. Our best course of action is to study his moves and attack whenever we see an opening. Bosses are also quite brutal in No Rest for the Wicked. They will punish every mistake you will make. But keep a cool head, make use of all of the skills you've learned, and you just might succeed. As you can see, No Rest for the Wicked is an intensely skill-based game. Your gear greatly influences your power in battle, but whether you die or overcome the challenge is ultimately down to your skill. Ich glaube, er schafft's. Wir haben den Versuch aufgenommen. Noch. What? Okay, die haben den Versuch aufgenommen, wo es geklappt hat. Oh, ein Konter auch noch rein, ey. Das ist natürlich die beste Art zu finishen dann. Das ist das Schönste, finde ich, wenn man Bosse besiegt hat, dass sie einen Loot dann droppen. Nee, die droppen keine gute Loot. Dann gibt's Ärger. Ja. Along your journey,
you'll come across the town of Sacrament, the capital of Isola Sacra. Sacrament is a war-torn place, but over the course of your journey, you can help rebuild Sacrament to its former glory. Oh. Oh, ignore their gates, Saren. They likely never seen one of your kind. In order to demonstrate that, we'll switch to a realm that's already a little more advanced. Solche Aufbaudinger mag ich auch ganz gerne mit so Siedlungen. Machen Quests für irgendwie Ressourcen und so. Das ist was wir heute Abend noch nicht sehen werden. Mhm. Bei uns hört es auf, wenn wir es überhaupt schaffen, bis nach Sacrament zu kommen. And players will be in control over how Sacrament will evolve over time. For example, after my previous expedition, I helped Fillmore rebuild his smithy. He now sells better gear and is also able to upgrade our gear to a higher level. To that effect, we aim to make investing resources into Sacrament as satisfying and rewarding as investing resources into your character is. Let's take a look at another way you can make Sacrament your own. In Sacrament, you'll be able to purchase real estate. Rautes Heim, Glück allein. Well, if you have the funds to afford it. The city's gone to shit. Property in Sacrament can get a little bit expensive, but accumulate the riches and you can choose from a wide range of properties to suit anyone's taste. Achso, da oben hast du das Datum gesehen? Ja, okay. Zeig mir doch nicht so was, dass ich mein Haus einrichten kann. Relax, ich werde viel zu viel Zeit davon bringen. Out for your next big run through the dangerous areas surrounding. Ist auch kein so kleines Haus, kannst du den haben, nee, gar nicht bezahlen. Here, so it's a bit es sind 8000 Euro warm hier gerade. Let's fix that. Out on your journey, you'll be able to collect or harvest valuable resources, which then can be used to craft new gear, furniture for your home, or even make improvements to the town itself. Catch a fish, for example, and it can be cooked and eaten, of course, but certain fish scales might even make for some fine armor. While I was on the shores of Sacra, I collected some pine wood. So now, let's make use of that and make this place a little bit more cozy. Ah, dafür ist es da. Dieses Holz habe ich auch schon mal gefunden. Housing is incredibly cool in No Rest for the Wicked. Since you're not constrained to a grid, you can come up with some really organic designs. Zeig mir nicht mal, dass man es frei drehen kann. Das wirst du immer wieder neu einrichten. Ja, wir sagen, oh, ich habe das 4 Grad falsch gedreht für meinen Feng Shui hier. Besser eingerichtet als deine Wohnung zu Hause dann. So, würdest du den Tisch da so hinstellen? Auf was ist der Tisch ausgerichtet? Ja, der ist eher ist jetzt zu dem kleinen Unterraum da mit dem Hefetool werden. Incredibly flexible interior design system. We hope players will be able to find and design a unique place for them to call home. One last thing we'd like to show you today is a system we call Alive. Although No Rest for the Wicked features a traditional campaign, it was important to us that Isola Sacra is very much a living, breathing world. In order to show you what that means, we're going to go to an area called Mariner's Keep. This is an area I've previously ventured through and explored. However, since my last journey through here, Nif have overrun the local area, presenting entirely new threats for me to tackle and resources for me to scavenge. The world of No Rest for the Wicked is constantly changing around you. And each time you visit a region, you'll be faced with a drastically different experience. Oh ja, einfach mal. Da war ich schon mal, aber der war nicht da. Der alte Urlaub. Ja, ein Pfahl, wo schon ein paar Leute aufgespießt sind. Was hat er da? Das ist schwer zu sagen. Hat sich gerade ein schönes Steak gemacht. Gut.
and no rest for the wicked. Mies, that magic kill. You never really know what to expect. Ja, merkt ihr, nicht in die Richtung laufen, ohne... Da bin ich auch schon mal eingegangen, da war auch kein Gegner drin. Yes, we've got you covered. While we don't want to give away too much at this point, once you reach the endgame, you can enter the Sarum Crucible. This is where you'll have to test your mettle against some of the toughest enemies within No Rest for the Wicked. Our goal is and always has been to create a very different action RPG, one that will hopefully move the genre forward. We believe that Moon Studios is in an incredibly unique position to deliver on this vision. We have some of the best talent in the world united behind this. And we're not afraid to take the risks that need to be taken in order to change up the status quo. We've poured an incredible amount of blood, sweat, and tears into this project. And now we're at a point where we need your help to shape and build Wicked into the best game it can possibly be. Therefore, we'd like to invite all of you who love this genre, who grew up with it the same way we did, and who are excited to see a new take on it, to join us on this journey. And so we're happy to announce that we're going to be launching No Rest for the Wicked after all of these years into Steam Early Access next month on April 18th. Over the course of Early Access, we'll be tweaking, patching, and balancing the game with your input. And you will also see major content updates throughout development until we hit our 1.0 release, at which point we're planning to release on consoles as well. Wicked has been built from the ground up with multiplayer in mind. So the first of these major updates that we will be releasing in Early Access will be providing you with an innovative multiplayer experience, allowing you to play Wicked alongside or even against your friends. Our second major content update will bring all new regions to Sakura, new enemies, narrative updates, and so much more. With story, system, and gameplay content updates to follow thereafter. Your support and feedback during this very critical part of Early Access really does make a difference. No Rest for the Wicked begins a new era for Moon Studios, and we are committed to this project for the long run. We're incredibly excited about what will be in No Rest for the Wicked already in day one of Early Access, and we can't wait to show you all the stuff that will follow in the months to come. Once the showcase is over, be sure to tune in to your favorite media and content creators for the hands-on impressions of No Rest for the Wicked immediately following this showcase. Lassen wir. I can't wait to see you all on April 18th. Wir müssen es gut spielen, gleich kriege ich mich sonst richtig. Und werden wir nächstes Mal höher platziert dann in der Auflistung, statt alphabetisch. Er hat schon gesagt, also, dass wir wahrscheinlich nicht bis 2027 darauf warten werden, aber April hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man zumindest hier im Early Access schon spielen kann. Ich kann auch sagen, also die Kollegen von Moon haben eine Menge erzählt. Es gibt aber immer noch Sachen, wo ich weiß, okay, die können wir gleich nochmal im Detail ein bisschen erläutern und erklären. Und ja, das war Wicked Inside. Wir kennen den Termin und jetzt wollen wir euch, glaube ich, gar nicht länger auf die Folter spannen, sondern wir haben hier schon ein neues Spielchen vorbereitet und ich würde sagen, ich bestätige das jetzt mal. Jo. Und wir springen da rein und es beginnt mit einer kleinen einleitenden Sequenz. Teile davon habt ihr eben schon im Showcase auch sehen können, hier jetzt aber mit der Ingame-Erzählung auch noch dazu. Es geht um den Totenkönig im Jahr 841 und man merkt sofort, dass sein Sohn so ein bisschen charakterlich problematisch zu sein scheint und es gibt da mehrere Fraktionen, die hier scheinbar involviert sind. Und es führt dann dazu, es wird eine Gruppe losgeschickt, die sich doch der wieder aufkeimenden Pestilenz entgegenstellen soll. Und wir sind einer der Unglücklichen, die dazu verdonnert sind und stranden dann da an diesem, stranden mit unserem Schiff, das da zwischendurch irgendwie auseinanderfliegt, an einem Strand. Aber das seht ihr gleich am Ende dieser einleitenden Sequenz. So, it's true. The king is dead. Long live the king. He was a great man and a good friend. I will mourn him. We will all mourn him. Your father's soul is at rest now, King Magnus. The people look to you for strength. I offer my condolences and my counsel as I did for your father for many years. The great pestilence has returned. Lord Bowras. Yes, I have heard the rumors. They're not rumors. Even now, it ravages the island of Sakura just off our own shores, turning their men and women into unspeakable things.
The pestilence is a punishment upon those who have lost their faith. Is it now? How convenient. You question the church. You're not the church, Madrigal. You're just the tip of its spear. Enough. Whatever the cause of this sickness, I cannot allow it to spread. My father has been weak for many years. I will begin my reign doing what he could not. My king, you are grieving. I must recommend against it. It's already done. Tomorrow, Madrigal Selene and her Inquisition will set sail for Sacra. I promise we will cleanse the island of this wickedness. Our new king's faith in the church is well placed. Our king's faith was never in question. Ellsworth is a strong ruler, Your Grace. Sacra will recover. No. Sacra will be reborn. This is my responsibility to the kingdom. With God's hand, we will reach into every corner of the island and bring it like a newborn babe, screaming into the light. Oh, Gregor, ich bin aufgeregt. Echt, das ist immer, wenn man live dann vorspielen muss und dazu noch was erzählen muss, das ist immer noch mal was ganz anderes. Aber man hat auch nicht eine Ausrede, sondern eine Erklärung, falls es so nicht läuft. Ich bin gerade ganz beeindruckt davon, dass, glaube ich, auch das komplette Intro Echtzeit gewesen. No? Also das, weil der Grafikstil ist ja schon recht eigenständig. Das hätte ja auch eine vorgenannte Katze, dann zumindest war ja auch schon in Richtung 60 FPS hier. Ja, das könnte gut sein. Okay, ohne viele weitere Umschweife, starten wir am Strand hier mal los. Alles, was hier so ein bisschen vor sich hin glitzert und glänzt, heißt, das sind Sachen, die wir looten können, aber das erzählen wir alles auch noch im Detail. Diese Krabben sind so ein bisschen meine Lieblingsgegner, weil das so ungefähr die einzigen sind, die mir nicht wirklich gefährlich werden können. Hier sitzt schon jemand. Es scheint unser ehemaliger Kapitän zu sein. Und er erwähnt nochmal, dass hier die Risen unterwegs sind und das Sacrament unser Ziel eigentlich ist. Das ist wahrscheinlich schon eher nicht mehr an uns gerichtet, sondern an den lieben Gott, selbst gesagt, bevor er scheidet. Alles klar, wir lassen dich mal hier. Wenn wir mal einen Blick auf die Karte werfen, sehen wir, hier ist der Strand, wo wir angekommen sind. Wir zoomen ein bisschen raus. Wir sehen, da oben wäre Sacrament. Prinzipiell gucken wir jetzt in die falsche Richtung. Also aber es ich kann schon mal ist sagen, kein direkter Weg da offen dahin. Ne? Es gibt viele Wege für nach Sacrament. Wir folgen natürlich jetzt erstmal, da der Kollege hier lag, so ein bisschen der Brücke. Nein. Drüben liegt noch was. Das Wichtigste wäre für uns jetzt erstmal an der Stelle, wenn wir ins Inventar schauen, sehen wir, ja, wir haben einen zerrissenen Umhang. Ja. Und eine zerrissene Hose. Und das ist beides nicht so das Tollste. Wir haben keine Waffen, kein Schild. Ja. Wir sehen da, wenn du über die Items gehst, den Abwehrwert hier, weil das natürlich dann Kleidung hier ist. Genau. Das haben dann auch mal Gewicht auch noch mit dran. Ich schätze mal, also wir haben ja auch im Showcase gesehen, von wegen, wenn du es ausgerüstet hast, dass du dann entsprechend dann auch zum Beispiel langsamer rollst und alles. Das summiert sich schnell tatsächlich. Wir sehen hier, das hat Gewicht von 15, das von 20 und wir sehen ganz unten, wenn ihr schaut, ich kann da jetzt mit dem Cursor nicht hinspringen, aber ihr seht das quasi hier ganz unten. Wir sind jetzt noch schnell, aber wir sind schon kurz vor Medium tatsächlich. Das heißt, wenn wir da noch ein bisschen Waffen und besseres Equipment dazu packen, müssen wir uns schon genau überlegen, was wir uns anziehen wollen, wenn wir leicht und agil bleiben wollen. Ja. Nice. Wir finden eine erste Waffe. Ein Blut, verrostetes Schwert, ein Einhänder. Fabian, die ganzen Leisten, die wir hier sehen, also kannst natürlich gerne Ausrüstung gleich mal weiter erklären. Ja. Energie ist die rote oben, die wir haben. Dann war der Fokus diese kleine Fokus braune, die wir haben. Das darüber für die Runenattacken. Die Zahl ist Experience dann ganz oben. Das ist oben, genau. Ne? Wenn ich 50 davon erreiche, würde ich einen Level aufsteigen. Hier haben wir eine Fire Pit, also so ein Lagerfeuerchen. Das wird relevant, wenn wir anfangen wollen, Sachen zu kochen, die unsere, vor allem in dieser Phase des Spiels, Energie auffüllen. Wir haben ein Rezept, eine Pilzsuppe, uns fehlt aber hier ein Kraut dafür, wie wir sehen. Das heißt, wir kommen da zurück. Wir sehen aber unten links auch, wir haben freundlicherweise es geschafft, bei dem von Bord zu gehen mit 5 Pilzsuppen, die wir zufällig noch in unserem Umhang haben. Die eine Tasche, die noch heil geblieben ist, hatte 5 Pilzsuppen hier drin. Also es ist nicht so, dass es irgendwie ein regenerierbares Heil-Item gibt. Ey, wenn du dann irgendwo dich ausruhst, dann hast du wieder 5 Heilladungen, sondern du musst dir dann entsprechend Essen zubereiten. Ich weiß nicht, ob das schon final tatsächlich entschieden ist. Es gibt auch sowas wie Checkpoints, die Energie wieder aufladen. Da werden wir natürlich auch mal hinkommen, aber im Moment ist es hier. Und beim Level-Up auch, ne? Genau, beim Level-Up würdest du auch deine Energie wieder auffüllen. Wir schleichen uns jetzt mal hier ein bisschen lang.
Vorne sitzt nämlich ein erster Gegner. Und wie wir hier gleich sehen werden, gibt es dieses typische, wir können ihn von hinten einmal angreifen, was ich jetzt einigermaßen vermasselt habe, ich gebe es zu. Und wir sehen, da wir kaum Schutz haben, nehmen wir super schnell Schaden, oh ja, wenn er uns angreift. Fast schon die Hälfte weg. Dann ja, aber und das konnte es, die konnte, dadurch, dass diese Animationen so umfassend sind von den Gegnern, du musst da wirklich ein Gefühl für das Timing entwickeln. Und wenn ich jetzt sterbe, dann lacht bitte nicht. Ich bin jetzt einfach so frei und nehme eine von den Suppen. Mach das mal. Wir sehen, es gibt dann einen Cooldown unten links. Das heißt, ich kann mich nicht permanent heilen, sondern ich muss eine ganze Weile dann warten, bis ich das wieder machen könnte. Okay, ihn haben wir besiegt. Der Lock-On, wir haben ja gesehen, du warst fokussiert auf den Gegner. Ja. Das ist nichts, was du manuell mit dem Sticks anmachst, genau, sondern dein Charakter orientiert sich da selbst hin. Diese Leisten, die drumherum auftauchen, also die, ja, Stamina, die, genau, Ausdauer, das sehen wir hier die auch, wenn ich jetzt rolle. Ich bin vermutlich jetzt schon auf Normal angekommen beim Gewicht, weil ich das Schwert habe. Ja. Das heißt, ihr seht jetzt schon, meine Rolle würde jetzt schon Ausdauer verbrauchen. Wir haben hier jetzt gerade bei der Leiche eine Angel gefunden. Die kommt auf einen dieser Toolslots unten im Inventar und ermöglicht uns, andere Arten mit der Umgebung zu interagieren. Mhm. Hier wäre zum Beispiel auch, wo dieser Stern ist oder dieses Symbol auf dem Boden, könnte ich einen Schatz ausgraben, wenn ich denn eine Schaufel hätte. Da kommen wir vielleicht noch zu. Und hier angeln wir jetzt gleich mal. Ich spekuliere mal auf den Fisch. Ich würde vermuten, da kommt ein Karpfen raus. Also das ist auch ein roher Karpfen, wenig überraschend. Und hier liegen noch ein bisschen Krabbenüberreste. Militierter Karpfen wäre ein bisschen überraschend, muss ich sagen. Komisch, ja, gewesen. Hier haben wir noch ein paar Pilze, die sind gut für die Suppe später. Ja, wir finden viel von den Pilzen jetzt hier gerade. Es war noch für die Suppe eine andere Zutat, von der wir keine hatten. Kräuter. Ne? Jetzt gehen wir hier erstmal ein bisschen weiter hoch und sehen, da schimmert irgendwas blau da hinten. Ah, ich weiß schon, was das ist. Hier gucken wir nochmal in die Schatztruhe. Das ist Geld. Was haben wir da? Das ist Repair Powder. Mhm. Ermöglicht es dir, deine Gegenstände zu reparieren. Denn ja, die Gegenstände haben eine limitierte Haltbarkeit. Das heißt, alles, was du trägst, nutzt sich ab durch den Einsatz. Und das hier ist ein sogenanntes Serum Whisper. Also wir sind auch ein Serum. Das ist so eine Art heilige Armee, der wir angehören. Mhm. Das ist später ein Checkpoint, wenn wir sterben sollten. Checkpoint bedeutet in dem Sinne, wenn du sterben solltest, dass du da rauskommst, aber behältst du noch deine Erfahrungspunkte? Du behältst das. Es gibt keine Bestrafung in dem Sinne, dass du Erfahrung, Seelen oder wie auch immer Spiele das nennen, verlierst. Mhm. Aber du kriegst einen Debuff auf die Haltbarkeit. Das heißt, wenn du stirbst, wird um einen bestimmten Wert die Haltbarkeit runtergesetzt. Oh, wir sehen, okay, hier zum Beispiel das Schwert, wenn ihr schaut, unten links in der Beschreibung, sind wir bei 97 von 100. Die Sachen hier sind noch okay. Mhm. Das heißt, wenn du zu häufig stirbst an einer Stelle, dann zerbricht dir unter Umständen irgendwann dein Equipment, wenn du es nicht reparieren lässt, zum Beispiel mit diesem Pulver, was wir schon haben. Oder es gibt auch NPCs, die das für dich machen können. Ja. Finde ich ganz gut, dass daran gedacht wurde. Also man kann natürlich gerade von der Perspektive solche Strukturen machen, aber dass es dann auch mal durchgeblendet wird, dass man seinen Charakter immer sehen kann. Ja. Ich könnte jetzt hier hinten rübergehen. Kommst du da aber hoch? Es führt so ein bisschen in eine peinliche Situation, wenn wir jetzt hier rüberspringen, weil der Gegner da hinten ist relativ anstrengend. Kannst du gerade oben das Item holen? Ich könnte es versuchen zu holen und dann wieder abzuhauen. Das ist natürlich ein bisschen feige, nee, es geht nicht. Ich meinte ein anderes Item, aber du kannst gerne. Ich hier runter. Ach, du bist ein bisschen ins Wasser gefallen. Das ist nicht so schlimm. Ich sage einfach, Gregor hat mich da jetzt reingelockt. Ich hab dich abgelenkt die ganze Zeit hier. Das Gute ist, wir sind quasi direkt an dem Speicherpunkt, noch der hier in der Nähe ist. Ich versuche mal, den Gegner oben zu besiegen. Kannst du mal zeigen, wie deine Stamina, deine Waffenhaltbarkeit zurückgegangen ist? Was war sie vorher? Sie hatte 97, 92, okay. Also das heißt, das da oben meine ich hier, du siehst diese schräge Anhöhe. Ja, ich könnte wahrscheinlich da irgendwie hochkommen. Genau, einmal vorne, einmal hinten, da ist es ja was Cooles. Das ist tatsächlich hier reales Balancieren, was wir machen. Das ist keine selbst ablaufende Animation, das heißt, wir könnten da jederzeit runterfallen, wie wir eben auch an der anderen Stelle gemerkt haben. Jetzt vorhin auch kurz mal ausprobieren dürfen, es ist so richtig analog. Also man kann dann auch langsam, vorsichtig in allen Richtungen. War ein ganz kleines bisschen Geld, Gregor. Okay. Soll ich versuchen, den Kollegen zu legen? Wir haben eigentlich zu wenig Rüstung dafür, weil wir ihm wirklich wenig Schaden zufügen. Wir müssen potenziell locken, dass er in die Lücke fällt. Oder? Ja, das ist auch nicht so einfach. Ah, zu früh gekontert. Okay, wir heilen uns einmal. Okay, nochmal probiere ich den, glaube ich, nicht an. Die anderen Gegner sind einfacher, die wir jetzt treffen könnten.
Und ich bin tot. Willst du mal probieren, Gregor? Ich kann es mal austesten, gerne. Du ihn mal, ich weiß nicht, ob ich mich besser schlagen würde gleich. So, ein Vorteil von der Perspektive, warte mal, Moment, A zum Laufen, alles klar. Von der Perspektive, ich brauche die Kamera nicht invertieren. Das stimmt. LT für dich nochmal als Reminder ist der Parry. Mhm. Wenn wir halt ein Schild hätten, wäre er auch einfacher, weil du mit LB dann immer blocken könntest. Steuerkreuz oben wäre um Heilitems. Genau. Eines würde ich mir dann aufbewahren. Ich kann X gedrückt halten zum Aufladen. Das nimmt Stamina weg. Ansonsten habe ich auch hier. Und ja, Ausweichen ist die Lauftaste. Ne? Genau. Das Aufladen kann man machen, aber das dauert natürlich auch seine Zeit, so eine Attacke aufzuladen. Ich finde es bei ihm wirklich schwierig zu timen, wann connectet er mit seiner Waffe mit mir und das dann entsprechend zu parieren. Oh! Ich sehe dich da gleich auch runterfliegen. Ja, Moment. Komm her, mein Freund. Okay. Aber... Ach, ich bin ja auch schon fast weg. Na, komm mal rüber. Der Nachteil, was wir hier natürlich jetzt ein bisschen machen, dadurch, dass wir das versuchen, klar, wir nehmen jetzt keinen direkten Erfahrungsschaden, wir verbrauchen aber das Essen, ne? Das ist dann weiterhin auch weg, ne? Ich schieß den einfach. Du hast, glaube ich, deinen Fokus voll, ne? Ja. Zum Beispiel, ach, ich könnte mit, ach nee, da habe ich noch Mit RB. Mit RB. Genau, und wenn du dann X drückst, machst du jetzt deine Runenattacke. Ja. Ja, du hast dann echt schnell deine Ausdauer weg. 2-3 Schläge, aber jetzt wirst du ihn schaffen. Sehr nice. Führt auch dazu, dass wir aufgelevelt sind. Sehr gut. Es war natürlich jetzt hier, ich habe es ein bisschen ausgenutzt gerade. Absolut. Dass, man hat es gesehen, es ist auch hier so schon aufgepasst worden, dass der Gegner nicht einfach, ich stürze von alleine, dass er gebaitet wird. Ein Claymore, das sieht ganz gut aus. Das Gewicht wird natürlich Gewicht auch ordentlich. Brachial schwer von dem Schwert. Wir nehmen alle, natürlich. Aber gut, es hat sich natürlich schon gelohnt für das, was wir jetzt bekommen, dass du das gemacht hast und hierher gegangen bist. Hier können wir noch nicht hören, das wäre wahrscheinlich Das ist später eine Abkürzung, du kannst von oben die Leiter runterlassen. Du kannst da noch die Kräuter mitnehmen, ne? Ah, wo waren die? Ach, da oben. Das, was es leuchtet noch. Das nehmen wir mit. Da können wir gleich noch was kochen. Check mal das Equipment aus. Du kannst, wenn du Start gedrückt hältst, kommst du direkt da rein. Die Rüstung wird auf jeden Fall besser sein als das, was wir anhaben. Ist aber super schwer. Wir sind fast auf ganz schwer. Das Claymore wäre natürlich auch toll. Da haben wir das zweithändige. Bist du auf schwer, ne? Wir probieren es mal ein bisschen aus. Warte mal, ich will hier nicht über... Oh ja, das ist wirklich arg schwer. Lass mal probieren. Dann okay. Ich schätze mal, wir können jetzt hier wieder runter. Genau. Ich würde mich eher mal Richtung, wenn du auf der Karte schaust, so ein bisschen zentraler jetzt orientieren. Ja, weil du bist jetzt sehr in den Westen gelaufen. Dass wir mal gucken, dass wir Also von der Feuergrube aus in diese Richtung rauskommen. Okay, wir waren hier so hochgelaufen, ne? Genau, du kannst nach unten oder oben quasi rumgehen. Du kommst dann wieder zurück dahin, wo wir waren. Okay, da hast du dich hochgearbeitet. So, beim normalen Rumlaufen geht keine Stamina runter. Da liegt noch ein Item. Ja, links zwischen den Felsen, meine ich. Links oben. Da rechts wäre auch noch ein. Ja, es ist das. Ich muss mal gucken. Du hast natürlich sehr viel grafische Effekte. Das erwarte ich auch bei einem Moon Studios Game. Aber doch mal gucken, welcher grafische Effekt deutet nochmal an, was du mitnehmen kannst. Genau, hier haben wir gerade gesehen, da war eben Erz, da fehlt uns aber noch die Spitzhacke zu, um das abzubauen. Du könntest dich hier mal an das Feuer kurz setzen, weil ich bin mir sicher, wir können jetzt, aber du könntest dir 2 Pilzsuppen mal eben zubereiten. Das machen wir. Und bevor wir es vergessen, gehst du jetzt gleich nochmal ins Hauptmenü. Ah, aufwerten, ne? Genau, jetzt, jetzt nach rechts. Und wir sehen jetzt zum Beispiel hier, wir haben das vorhin schon mal angedeutet, während die Präsentation noch lief, das Claymore ist zum Beispiel was mit Stärke skaliert. Ich würde da jetzt nicht alle, du hast jetzt 3 Punkte bekommen, die du verteilen kannst durch den Level-Up. Würde was in Gesundheit und Ausdauer investieren tatsächlich.
Aber es ist natürlich jetzt deine Entscheidung, du machst diesen Level-Up, Gregor, ich sag da nichts. Sag nur, was ich machen würde. Ja, Ding ist, man könnte natürlich, wenn man hier 3 Punkte in Equip load, aber es reicht nicht. Es reicht nicht, da selbst dann kommen wir nicht von Heavy runter. Ich glaube nicht, dass wir das Claymore so lange benutzen werden. Aber ja, ich gehe mal ein auf Health, ein auf Stamina. Jetzt könntest du A drücken und das dann quasi bestätigen, einen Punkt hast du. Ja, genau, so haben wir das Claymore jetzt noch. Lass mal ein bisschen, ja, wir machen das mal so. Die Attribute Points bekommt man dann, wenn wir den nächsten Level durch haben, noch wieder mehr zum Verteilen. Genau, da kriegst du wieder 3 dazu. Steht X für Insight, soll ich da mal drauf drücken? Kannst du drücken, das sind einfach nur Detailinfos. Ach, das sind die Infos, okay. Also okay. Gesundheit, Ausdauer, Stärke, Geschicklichkeit, Intelligenz und so weiter. Ja. So, das Waffenskalieren hat man ja auch schon bei anderen Spielen schon mal gesehen. Also hier habt ihr es nochmal das Icon repräsentiert, damit ihr das so ein bisschen direkter sehen könnt und das Skalieren immer gleich deutlich ist. Genau. Hier da oben kommst du nach Mariner's Keep. Das ist ein Abschnitt, der in dem Showcase schon eben angedeutet wurde. Okay, das war da, wo man gut aufpassen sollte. Genau, es gibt verschiedene Möglichkeiten jetzt. Also du könntest auch vom Start aus ganz anders gehen. Du könntest jetzt hier hochklettern. Ich bin immer dadurch das Tor tatsächlich nach Mariner's Keep gegangen. Aber du kannst auch hier weiterklettern. Du kannst da so rechts rum theoretisch, wenn du das möchtest. Das war Glück, weil du nimmst auch Fall Damage. Aber jetzt gehen wir hier hin. Hier gibt es ja auch Sachen. Okay, 1 hat gereicht. Das Wasser ist übrigens keine vorgegebene Begrenzung irgendwie. Du könntest da jetzt rein und auch schwimmen. Du verbrauchst dafür natürlich Ausdauer, aber manchmal lohnt es sich. Hier zum Beispiel finden wir da eine Schatztruhe auf der anderen Seite. Also ich muss immer gucken, wie weit reicht meine Ausdauer. Genau. Andere Seite würde ich sagen. Andere Seite. Könnte eine Alternative, was könnte das sein? Ach, das ist ein Scrap-Bomb. Das ist ein Verbrauchs-Item, das du als Bombe benutzen kannst. Und wir haben noch was ganz Gutes gefunden. Eine Axt zum, ach, das ist für dann Bäume fällen, mach ja? Mach die mal in einen von den Tool-Slots, die kannst du einfach da lassen, die trägt auch nichts zum Gewicht bei. Okay. Und jetzt spring mal im Inventory einen Punkt weiter. In das nächste mit LT oder RT. LT oder RT, ja. Und dieses zweite von rechts ist eine Experience Potion. Das ist einfach nur, kannst du mit Y. Reicht das? Achso, nee, ich verliere meine Experience nicht, deshalb... Drück mal Y, um die direkt zu benutzen. Entschuldigung. So, Inventory, Y, das Xbox Y. Genau. Vergesse ich immer wieder. Jetzt hast du direkt einfach gleich 50 Erfahrungen noch dazu bekommen. Das ist gut, ja, wir sind auch kurz vor dem nächsten Level ab dann. Das wäre Boys Defense for 60 Seconds, damit man nicht so leicht umgenietet wird. Mhm. Okay, ja, hier waren wir... Was ist hinter dem Wasserfall? Weiß nicht, ob es da tatsächlich weitergeht. Ich glaube, da könnte auch sein, dass dann... Ach so, guck mal, da kannst du dich an der Wand lang pressen. Da ist ja, aber nicht, was. Aber nicht so viel. Ah, doch, doch, doch. Oh, okay, die habe ich tatsächlich nicht gefunden vorher. Gathering. Oh, Equip Load Increased. Ah, nice. Das ist tatsächlich ganz gut für uns jetzt. Das ist für uns echt sehr praktisch. Generell vorher in meinem Playthrough keine Ringe wirklich gefunden. Okay, wir sind immer noch heavy. Reicht nicht aber ganz. 15% ist schon mal ganz gut. Beim nächsten Level Up mache ich dann nämlich, dann gucken wir vielleicht, ob wir es unterbringen. Also die Frage ist halt auch, ist es schlecht, wenn man schwer ist als Charakter? Weil du hast hier zum Beispiel den Vorteil, dass du aus der Rolle, die du als schwerer machst, kannst du so eine Stoßattacke nach vorne auch auslösen. Wie genau das hier. Mhm. Das kannst du nicht, wenn du nur Medium oder Light bist. Jetzt benutzen wir mal die Axt. Ist es, die Axt nutzt sich auch ab, schätze ich mal? Ja, die Sachen nutzen sich ab. Ganz gedrückt sein, ist natürlich, jetzt haben wir kein Haus, wo wir, fällt das? Das verschwindet dann. Du kannst dir jetzt, genau, du hast jetzt hier Pinienholz gefunden, das könnten wir später benutzen, wenn wir dann ein Häuschen hätten. Hattest du mal ausgeloten, wie lange es dauert, ob solche Sachen überhaupt nachwachsen oder ist es, wenn man mal gerastet hat, dass man wieder vielleicht was einsammelt? Das ist eine gute Frage, habe ich nicht tatsächlich nicht drauf geachtet, ob dann die Bäume dann da wieder stehen. Die Gegner bleiben tot, also auch wenn du stirbst und du kommst zu dem Checkpoint zurück, du hast für dich die Strafe mit der Abnutzung, aber die Gegner, ist auch nicht so, dass die wiederbelebt werden, wenn ist du Checkpoint nicht, dass benutzt. Du dann farmst, genau. Oh, ist das eine gute Idee? Ist das ein großer Fisch? Ja, hab ich mir auch schon gefragt. Ich glaube, wo du jetzt hingehst, Gregor, ich will dir das nicht nehmen, aber da wirst du irgendwann an eine Stelle kommen, wo du erst eine Abkürzung aktiviert hättest haben müssen. Okay, ich würde mal okay. zurückgehen und würde durch das Tor tatsächlich gehen, um so nach Mariner's Keep zu kommen.
Also bei solchen Sachen ist immer dann, wie weit lässt mich das Spiel so erkunden, bevor es mich dann... Also du kannst es auch machen, vielleicht findest du da auch einen Weg lang, aber ich bin dann irgendwann an eine Stelle gekommen, wo ich erst eine Leiter hätte runtergetreten haben müssen. Das ist der Instinkt, du hast ja schon selber ein bisschen ausgelotet, wenn ich hier sehe, oh, ich bin jetzt schon näher dran an Sacrament für den nächsten Quest oder um den nächsten Quest dann weiterzumachen. Mhm. Aber es ist natürlich wahrscheinlich, wenn ich dann hier hingehe, oh, du kannst auch hier. Ja, es gibt viele Wege und auch viele, es wurde glaube ich auch mal kurz angerissen in der Präsentation dahin drin, dass sie das Spiel relativ vertikal aufgebaut haben. Es gibt verschiedene Höhenbereiche, die man erkunden kann. Das ist übrigens auch was du zerschlagen kannst da. Ne? Oh, wirklich? Ja. Sieht aus wie eine Begrenzung, aber du kriegst es kaputt, wenn du beharrlich gegenschlägst. Sehr gut. Und guck mal, da ist ja hier noch eine Kiste. Chipped Emeralds, man kann verzaubern. Verzaubern, Upgrade für Rüstung. Upgrade-Items und Vial of Stamina. Itemliste liegen? Was auch? Ach ja, da war ja noch eins. Zu sehr auf die Flammen geachtet. Daraus, sie haben gesagt, das ist alles dynamisch beleuchtet und animiert. Ne? Da sieht man auch, wie der Schattenwurf, guck mal, wie groß der Schattenwurf, wenn man nah dran ist. Mhm. Generell ist es auch so kleine Fackeln, die in der Spielwelt sind, die sind oft ein bisschen Indikator dafür, von wegen, hey, hier ist ein interessanter Interaktionspunkt, komm da mal hin, um dich so ein bisschen sanfter durchzuführen, ohne dir deutliche Hinweise zu geben, im Sinne von, das ist eine Markierung auf dem Boden. Du kannst mit denen noch versuchen zu reden, das bringt aber nichts mehr. Nee, das bringt auch nichts mehr. Markierung auf dem Boden. Nee, ich sagte eben, dass das Spiel dich durch Fackeln und solche Sachen leitet und nicht durch so ganz offensichtliche Dinge. Und dann gucken wir mal, dass wir den vernünftigeren Weg nehmen. Ich sag nicht, dass es der vernünftige ist, aber ich sag einfach, dass der dich irgendwann zum Ziel führen wird, wo wir hinwollen. Ist okay. Ich dachte, dass der starke Schlag am Anfang gleich ein bisschen mehr reinhauen würde. Gregor. Ganz gut getimt. Oh, ist der auseinandergefallen? Also, das könnte durchaus sein. Also es ist ein bisschen brutaler als die bisherigen Spiele von Moon Studios. Ist natürlich etwas, was man in den Kontrast setzen muss, wenn man Ori bisher nur kennt. Ja. Die Sache ist es auch, du kannst natürlich gerade bei solchen Spielen, die so Dark Fantasy-Intrige und mit sich gewaltschonungsloser nicht umgehen, durch den Style, der schon sehr stilisiert ist mit den großen Armen, auch durch die weite Perspektive hat das ein ganz anderes Gefühl. Stark. Ja, ist interessant, dass du jetzt dieses Claymore-Schwert hast. Normalerweise ist es so, die Gegner, die Schilde haben, die kannst du halt gut öffnen für Angriffe, wenn du ihre Sachen parryst. Oder du machst es wie Gregor und haust einfach mit brachialer Gewalt drauf. Das so ist es. Bisher hat das auch geklappt. Das heißt nicht, dass es gleich in der Zukunft so klappt. Es ist ganz angenehm in der Hinsicht, wenn ich noch ein bisschen weiter entfernt bin, dass du hast eine super Reichweite genommen. Und wenn ich das Glück habe, dass sie in meinem Wind-Up, wenn ich lange warte für die Aufladeattacke, nicht angreifen, dann habe ich schon mal zumindest einen Hit und dann ist noch mal für den Nachfolger offen. Ich bin noch kaum ausgewichen oder geblockt bisher, gekontert bisher, besser gesagt, weil blockt bisher noch nicht. Du hast neue Hosen gefunden. Wildling-Hosen. Hast du Verbesserung? Sehr schwer. Sehr schwer, aber ist okay. Guck mal, was ist mit diesem Nagelknüppel? Okay, da haben wir seht ihr unten, da fehlt uns Dexterity und Face. Und wir können es gar nicht equippen, deshalb hast du auch den roten Hintergrund. Wäre aber auch schlechter als das Claymore-Schwert tatsächlich. Ja. Aber es wäre dann ja auch keine... Aber zwei-Handed? Nee, ist glaube ich eine Einhandwaffe. Eine One-Handed Club. Würde ich ja in der Hinsicht, wenn wir ein Schild finden. Das ist natürlich etwas, wo man mal wechseln kann. Kannst du dich ranschleichen? Weil ich hoffe, das reicht. Wenn der Schädel da ist, genau. Oh wow, das war ein One-Hit-Kill wirklich mit dem Claymore. Neue Hosen. Ja, mit Hosen weiß ich Bescheid, aber sie nicht gut aus. Aber ist deutlich leichter. Ja, genau, ich könnte damit ein bisschen Equip-Load sparen, aber wir sind jetzt schon drüber. Du hast dich jetzt, du bist ja jetzt da drauf gesettelt, dass du da wie so ein Panzer durch das Spiel laufen wirst. Ich hab committed jetzt erstmal. Komplett entgegen dem, was ich vorhin gesagt habe, dass ich nicht so schwere Charaktere spiele. Das Gute daran ist, dass das Laufen aber dementsprechend nicht langsamer sich anfühlt groß. Ja. Gute Garment Upgrade und eine Bombe. Die equippen wir mal.
Ja, es kann sein, dass die eh automatisch in dem Schnellmenü ist, auf nach unten, aber das muss man mal ausprobieren. Okay. Also hier die Crafting-Items, hier die Sachen, die man ausrüsten kann. Und hier mal Increase Your Stamina ist eigentlich ganz nett. Das ist aber nur ein vorübergehender Effekt, ne? Ja, ich will das mal auf das, was war's? Equip, unequip. Ach, das ist schon... Ach nee, es ist jetzt auf Steuerkreuz unten. Genau. Okay, okay. Geh mal aus dem Menü raus, bitte. Und jetzt halt mal nach unten gedrückt auf dem Steuerkreuz. Du kannst die Sachen eh alle aufrufen. Das heißt, du musst das gar nicht equippen. Okay. Und wenn du nach oben gedrückt hältst, könntest du all deine Essenssachen aufrufen. Da habe ich ja ein bisschen was. Man könnte auch zum Beispiel die Pilze so essen. Ja, die Mushrooms kannst du so essen, aber das ist nur ein ganz kleiner Heileffekt, der eher dann über die Zeit auch eintritt und nicht so eine Sofortheilung. Also das bringt dir im Kampf nicht so super viel. Langsam kriege ich so ein bisschen Gefühl dafür. Du machst das richtig gut, Gregor. Hör mal, ich bin nach 2 Minuten gestorben, diesen Typen da zu besiegen, den du dann mit so einer Billo-Taktik gemacht hast. Da hätte ich mich natürlich auch geschämt im Livestream. Moment, Billo ist die Taktik nur, wenn sie nicht funktioniert. Da oben steht übrigens ein Bogenschütze. Was hast du bestimmt schon mitbekommen, ja, ne? Das ist der, den haben wir auch im Stream gesehen, ne? Ja, stimmt. Ne? Ja, du... Leider wirst du ihn jetzt wahrscheinlich nicht mehr da runterschlagen können. Ja. Aufgelevelt. Ja, ich dachte schon, habe ich zu viel Energie verloren, aber das Aufleveln hat es mir nochmal gerettet. Ja, der hat schon meinen Wind-Up unterbrochen mit der Armbrust, ne? Das darfst du mal gerne entscheiden. Okay, wir möchten in den Quick Load. Nee, das geht nicht runter. Also nicht viel runter, man sieht es an der Seite. Was bringt es denn, wie viel Prozent jetzt konkret? Also siehst du hier, es sind so 4% pro Punkt. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt lohnt. Es lohnt sich nicht mehr. Wir werden eh bestimmt auch nochmal wechseln. Ich würde aber, die Waffe skaliert mit Strength. Noch auf Health erstmal rein. Ja, mach mal ruhig. Also ich tendiere gerne bei solchen Spielen Health erstmal zu bevorzugen, weil es dir einfach nochmal die Möglichkeit gibt, ein paar Hits auszuhalten und dann sich konzentrieren auf Stamina. Oh. Denkt man nicht, dass er aus der Nähe noch schießen würde dann, ne? Ja, ich wollte den kontern und dann schießt er einfach da, ne? Weil er hatte sein Schwert schon gezogen, die dumme Sau. Aber ey, der Pfeiltreffer hat nicht so viel abgezogen, ne? Stimmt. Das ist schon mal ganz gut. Da ist übrigens eine Tür, wenn du die Treppe hochgehst, aber ich glaube, die ist verriegelt im Moment noch. Aber wir bräuchten den Western Bridge Key. Okay. Du die Ratten alle tötest, aber die verlassen immer so ein bisschen minderwertiges Fleisch zurück. Will ich auch Fastfood essen. So. Weil ich habe über Social Media gehört, Fastfood soll mittlerweile sehr teuer sein, wenn man zu den entsprechenden Läden geht. Weißt du natürlich nur von Social Media, nicht aus Realen. Also in solche Fastfood-Schnellrestaurants gehe ich tatsächlich, wenn dann, sehr, sehr selten. Deshalb habe ich da leider nicht die... Also leider muss man jetzt hier nicht unbedingt sagen. Aber wer weiß, vielleicht ist diese Ratte dann auch eine gute Alternative. Kann sein. Ich bin gespannt, wie du dich mit dem Claymore schlagen wirst, sobald mal 2 oder 3 Gegner gleichzeitig kommen. Wir haben den nächsten Serum Whisper erreicht. Das heißt, hier bist du jetzt schon mal erstmal safe. Also da werden wir auch wieder anfangen. Sollten wir jetzt hier mal sterben in diesem vor uns liegenden Hofabschnitt? Okay, das brennt schon einiges. Gehen wir hier hin oder hier hin? Das ist ein Gegner. Das sind 2 Gegner. Okay. Das sind auch keine unverrückbaren Dinger, wie du gerade schon gesehen hast. Der hat das kaputtgeschlagen. Hier wäre ich jetzt vorsichtig, mich noch viel weiter zu bewegen nach links. Dann triggerst du den Gegner da nämlich auch noch. Hast du jetzt. Habe ich gerade, ne? Okay. Da brauche ich sehr viel. Ja, du brauchst super viel Ausdauer mit deinen Angriffen. Aber okay, du hast einen. Ist halt stark, wie du mit dem Claymore auch durch das Schild durchkommst und trotzdem Schaden machst. Okay, der hat es hier cleverer gemacht als ich. Um einen leichten Schlag. Einer reicht. Reicht das schon für einmal? Ja, kann man machen. Der andere hatte Magie, meine ich, da oben oder so. Sah es so aus? Der Gegner da, der hier oben wirft auf jeden Fall was nach dir. Oder Feuerbomben. Du kannst da auch auf das Item übrigens rankommen, wenn du rüberspringst. Ne? Steigst erst darauf und springst dann auf das andere rüber. Da ist der Gegner, der wirft Bomben. Okay. Okay. Da dauert dein Aufladen dann lange. Du bist gleich tot, ne? Ja. Aber das kriegen wir noch hin. Du könntest dich aber auch wieder heilen. Kannst aber auch einfach zum Speicherpunkt gehen und dich da heilen. Du hast recht.
auch. Ach, ja, wir benutzen das Essen erstmal. Du hast einen super guten Helm gefunden, ne? Scheint's Glück zu haben, Gregor. Ach, das ist aber ein Cursed Helmet. Das heißt, du hast all die Sachen, die stehen, sind gut. Stamina Loss und Damage Taken. Ist es so, hast du schon mal sowas equipped? Weil es gibt ja manche Spiele, wenn du ein Cursed Item mit so Cursed Effekten equippst, dass du es nicht mehr abnehmen kannst, ohne dich dann irgendwie... Das, glaube ich, würde dir das Spiel sagen. Ich habe noch keine Cursed Items verwendet. Let's do this. Wir sind übrigens aus dem Heavy-Bereich rausgefallen, ne? Oh, sind wir da? Achso, du hast das Schwert aber nicht mehr equipped. Ah, okay, wie ist das denn? Nee, du hast, geh mal ins Spiel zurück. Du kannst umschalten zwischen verschiedenen Kriegszeiten. Ah, entschuldige, genau, ich habe wahrscheinlich, weil ich auf dem Steuerkreuz gedrückt habe, okay. Und da stand auch oben Change to Heavy. Das Item. Springen mit so einem Button? Oder? Einfach so wie bei Ocarina of Time quasi. Okay. Das kriege ich noch hin. Chipped Emerald, Enchantment Resource. Bisschen Rattenfleisch. Hey, ja, ich bin schon ein bisschen an meine Grenzen hier gestoßen, tatsächlich, weil meine Billo-Taktiken wollten nicht mehr so greifen. Da würde ich, da kommst du wieder zurück. Ich würde sagen, oben links in der Ecke sind noch Sachen gewesen. Das ist diese Stelle, wo in dem Video vorhin war da drunter ein Gegner, der aus der Erde kam. Ja. Oh, stimmt, jetzt wo du es sagst, ich bin da einfach reingelaufen. Du hast noch einen Ring gefunden, den kannst du, glaube ich, auch noch equipen. Du hast mehrere Slots dafür. Machen wir gleich. Wir müssen dann gleich mal gucken, wie sich das auswirkt mit Ausdauerverlust, wenn du Schaden nimmst. Ist wieder Equip-Load. Equip-Load, aber ich habe einen zweiten Slot hierfür. Ist okay. Wir hatten es ja auch bei dem Showcase gesehen, wo diese Gegner waren, wenn man es wahrscheinlich revisited. Weil das Handgecraftete ist ja da, wie die Locations aufgebaut sind, dass du nochmal einen Sinn hast oder dass was anderes passieren kann, dass du später zurückkehrst. Ja. Geh mal zurück auf den Hof und dann orientieren wir uns mal mehr auf die andere Seite, nach Osten. Okay, ja, ich gehe noch mal zum... Du bist jemand, der alles sehr gründlich dann auch absucht, ne? Weißt du? Noch mal zum Speicherpunkt. Es gibt manche Spiele, wir sehen ja hier die Map drauf, ne? Kannst du dich noch erinnern, wo du dann hinläufst und das alles sehr quadratisch aufgedeckt wird auf der Map und dann siehst du, da steht irgendwas wie 83,4%. Mhm. Das gefällt dir, ne? Ich kann es nicht ausstehen, wenn du irgendwo einen halben Pixel übersehen hast. Du siehst, und dann hast du 99,9 nach. Du siehst, dass es auf der Karte auch eine Prozentzahl gibt, ne? Von dem, wie viel du von dem Abschnitt gemacht hast, das ist 62%. Hier hat man aber gesehen, sie deckt sich auf ein bisschen arealmäßig, wenn du da bist. Ich muss also nicht exakt in diesen Bereich da reinlaufen. Ich möchte trotzdem nichts übersehen. Die Karte muss aufgedeckt sein. Aber unsere Motivation, Gregor, muss natürlich sein, dass wir Sacrament erreichen. Zumindest den Boss, der vor Sacrament steht. Das stimmt. Das möchte ich hier heute Abend gern schaffen. Ja. Vielleicht finde ich deine Waffe doch nicht so doof. Also für das Stealth-Skill einmal Energie mit rein und einmal Energie mit raus. Für die reicht's. Theoretisch könntest du dir ja, wenn du jetzt noch eine andere Waffe später hättest, die einfach auch quasi auf Quick-Wechsel dann legen. Das stimmt, ja. Ich werde erstmal damit weitermachen, weil bisher, also wir tauschen gerne gleich mal, wenn ich abgekratzt bin. Da könntest du einen Hebel ziehen, aber der ist kaputt. Brauchen. Ah, ich brauche natürlich. Ist der Händel nochmal auf Deutsch? Ist es der Vierkant oder der Achtkant, die Kurbel? Um das Tor aufzudrehen, da waren noch zwei Gegner davor, wie wir gesehen haben. Da kommt auch einer. Das ist wie ein Profi, Gregor. Komm, Perry. Ah, schade. Das ist auch so meine Stamina. Okay, jetzt hat's mich... Der hat ein komisches Timing gehabt. Ja, dafür bist du jetzt halt natürlich super lahm. Ja, also probier's gerne mal aus, aber wechsel auch gerne die Waffe. Ah, die ist das andere Schwert. Das war halt eigentlich so ganz schlecht. Nice. Und ich habe immer noch, weißt du, was das auch sein könnte? Ich habe natürlich den Hut mit der Curse, der mir die Stamina noch mal wegnimmt. Wo ist denn unser anderer Hut hin? Hast du den vorhin weggeworfen, Gregor? Nee, ich habe nichts weggeworfen. Ich habe das nur ausgerüstet. Hast du ihn weggeworfen? Hatten wir keinen Hut vorher? Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, wir hatten keinen Hut. Ja, ich probiere es jetzt auch mal. Hock und, so langsam. Stock und Hut steht ihm gut. Ich weiß doch Bescheid. Oh nein. Ah. Okay. Kurzer Schreckmoment. Also für euch da draußen, wir haben natürlich jetzt hier in dieser Version schon mal vorab Zugang bekommen. Wenn ihr es nicht mit dem Showcase mitbekommen habt, ich glaube 11. April war der fantastisch. Und Alter, super gut, wo ich gescheitert bin. Aber jetzt so von wegen aus, du hattest ja auch schon ein paar Stunden damit verbringen können mit der Version. Es sieht schon gut durchpoliert aus, wenn man von Fall. Also dieses, der Abschnitt, den man hier spielen kann. Da wurde sehr viel Olle schon reingesteckt.
Also ich finde es auch cool, solche Sachen wie, keine Ahnung, dass du das jetzt siehst und denkst so, okay, das ist jetzt alles ein bisschen Deko, aber dass man auch so Sachen benutzen kann, weißt du, ich laufe hier hoch, Kletter darüber, dann hier hoch und so, das finde ich einfach cool, dass sowas funktioniert. Und da zahlt es sich natürlich auch eher aus, wenn so eine Welt halt handgebaut ist, dass solche Sachen noch irgendwie sinnvoll sind, um Abkürzungen und Wege zu erschaffen. Hey, come on, nochmal Parry. Boah, es dauert... Weil deine Stamina so weg ist. Also ohne Scheiß, Gregor, der Hut ist ja wohl Mist. Dann leg den ab. Stark. Okay, leg den Hut ruhig ab. Wir haben den Mess Hall Key gefunden. Ich will den Hut auch nicht schön. Hier, wir haben ja gerade schon jemanden sprechen gehört. Der Mess Hall Key, den brauchen wir hier. Uff, was geht hier? Ja, da kommen wir jetzt. Wir haben leider nicht mehr so super viel zu essen. Ich hau mir mal kurz einen Apfel rein. Ja, und der Apfel hat auch. Wir drohen da den Kollegen da drüben. Wahrscheinlich können wir uns hier jetzt aber nicht anschleichen. Nee, können wir nicht. Aber du hast die Tür, die kann ja durchgezwängt werden. Ich habe den Fokus natürlich jetzt auch voll. Okay, das war ein ganz guter erster Treffer. Aber ja, hinterher. Super gut, okay. Benutzt die Tür. Einer ist tot, ne? Ja, vielleicht sogar zwei. Die Reichweite ist natürlich der Knaller. Ist ganz geil, ne? Ja. Und die hast du. Ja, super, du hast hier alle. Das ist eine echt gute Taktik mit der Tür. Okay, er ist uns wohlgesonnen. Das war der Schmied, ne? Aus dem Showcase. Genau, den sieht man später auch, dann wird er in Sacrament auftauchen im Spiel. Genau, er ist der Schmied. Name's Fillmore. If you ever need anything repaired, you come to me. Nothing I can't fix. Now here. This will open the gate. Get yourself to Sacrament. Jetzt haben wir den Hebel, um das Tor öffnen zu können. Safest place for both of us. Sollen zu den Organ Glades weitergehen. I heard some of these risen speak of a foul presence outside the city's gate. Genau, er kann jetzt hier, er repariert alles. Ich vermute mal, das wird später nicht null kosten. Ich würde es mal auch schätzen, ja. Das ist ein kleines Entgegenkommen jetzt hier, damit wir die Sachen behalten können. Wir können jetzt hier noch andere Sachen kaufen. Wir sehen oben links, wir haben 93 von den einfachsten Münzen. Es ist tatsächlich... Oh, neue Rezepte zum Kochen. Ja, du wirst jetzt lachen. Es ist tatsächlich sinnvoll, dass wir das hier mal machen, damit wir einfach auch diesen ganzen Krabbenkram zu einem leckeren Essen umwandeln können. Oh, lachen tue ich nicht drüber. Das wäre auch etwas, wo ich dann zuerst hingegangen wäre. Einfach um da... Mit deinen Ressourcen musst du besser umgehen hier. Wenn du schon kein automatisches Heil-Item hast, das sich auffüllt von alleine. Also das, ich würde mal sagen, das Schild, dieses Holzschild, das lacht mich jetzt nicht so an, Gregor. Axt haben wir. Sollen wir die, eine Angel haben wir auch noch. Wir kaufen mal eine Schaufel. Bist du damit cool? Nimm die Schaufel mit, ja. Da kannst du wahrscheinlich, das war so Erz oder sowas, ne? Ah, nee, das war für die Spitze. Schaufel ist für die Schatzstellen. Genau, hier so Gerichte jetzt kaufen, finde ich irgendwie, können wir auch selber machen. Das ist ein bisschen redundant, würde ich sagen. Also, weil wir haben nur noch 43. Genau, für den Bogen und die Axt haben wir die Stats nicht. Die Hosen sind nicht gut. Können wir Sachen, aber wir können auch verkaufen. Könnten auch ein paar Sachen verkaufen. Also, lass mal ein paar kaputte Sachen, hier. Vielleicht rentiert sich den Helm zu verkaufen. Das Geile ist, dafür kriegen wir einfach gar nichts. Für dieses Standardding, was wir am Anfang hatten. Ich mach's trotzdem weg. Mach es weg, ja, hauptsache aus dem Inventory raus. Das ist diese leichtere Hose. Okay, die bringt 9. Ach, die kannst du weghauen. Die hauen wir weg, ne? Guck mal, wie schlecht die ist. Den verfluchten Hut. Der bringt nur 7. Die Keule. 26. Ja, wenn wir es nicht brauchen, also behalt sie lieber erstmal. Ja, aber das Schwert machen wir weg, oder? Das Schwert kannst du nicht machen. Ja. Jetzt bist du aber erstmal committed darauf, beidhändig zu agieren. Ja, was haben wir hier noch so? Das behalten wir alles. Das sind alles Sachen. Wir machen schön die Punkte, dass ein neues Item ist weg. Das ist immer wichtig. Nee, hast du gerade schon alle weggemacht. Ach so, ja, das müssen wir natürlich auch mal. Die Markierung. Genau, das habe ich fest. Man kann sowas nicht da lassen. Okay, jetzt mit das Rezept müssen wir einmal noch quasi aktivieren, indem wir es benutzen, damit uns das dann zur Verfügung steht. Wir usen das einmal. Jetzt haben wir das Rezept gelernt und können was Neues kochen. Und...
Genau, die Schaufel packen wir noch hier auf den Toolslot, damit können wir jetzt auch graben. Und hier tatsächlich, auch das ist für das Spiel, wenn irgendwo ein Feuer ist, kann man da auch was kochen. Können wir es auch da machen, sehr gut. So, und wir sehen, guck mal, jetzt können wir nämlich 12-mal Crab Chowder herstellen, weil wir das Rezept gekauft haben. Das machen wir auf jeden Fall. Das ist nicht so super effektiv. Was ist denn jetzt die andere Zutat? Es ist nur Crab. Es ist nur Crab. Also wo kommt denn der Chowder-Part her? Das möchtest du nicht wissen. Okay, guck mal, wir können noch 4 Pilzsuppen machen. Sehr gut. Wir haben auch die Hälfte schon voll an Experience für den nächsten Level. Du hast ja gerade sehr viele Gegner am Stück gemacht. Ja, wir haben zumindest eine... Klar, wir könnten ein Schild wäre noch gut, vielleicht nochmal ein besserer Helm. Aber an sich stehen wir gar nicht schlecht da. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal hier bei dem Tor weiter. Noch ein Item. Guck mal, die Ratten lässt du auch nicht liegen. Ja, weil sie einfach auch ein Item droppen. Das ist leider ihr Schicksal. Oh, und wo kommt der denn her? Tja, einfach so mal Feuerbombe. Wir waren doch schon bei dem Tor. Kannst du rollen, um dich zu löschen? Das ist eine gute Frage, aber ich verstehe es gerade auch. Ich bin da noch gar nicht hingelaufen. Alter. Dann geh lieber zum, zum Speicherpunkt da. Ja, genau. Ich brauche einmal volle Energie und ich will jetzt nicht warten, bis ich da wieder was essen kann. Warum auch das nicht verschwenden mit dem Essen? Zu ihm müssen wir jetzt super schnell die Distanz einfach überbrücken und draufhauen. Ja, vielleicht, dass du durchrollen kannst durch eine von seinen Würfen und dann nahen Pieks. Naja, nee, der hat gleich ein Schwert hier. Man weiß nicht genau, will er jetzt eine Bombe werfen oder will er mich schlagen? Ja, ich glaube, der Abstand macht es hier aus, ne? Wenn du weiter weg bist, ist es 100 ohne Bombe. Oh, du bist fast weg. Ich versuche die ganze Zeit, was zu essen. Aber okay, er hat fast keine Energie mehr. Ja, es ist ein Hit noch, den kriegst du jetzt. Den kriege ich noch hin. Okay, boah, die sind anstrengend. Also mit der Waffe sind die wirklich anstrengend. Ja, das stimmt leider. Okay, da oben ist der Hebel. Das heißt, wir müssen hier nochmal eben hoch. Wir sehen schon auch das, was wir jetzt hergestellt haben, diese 12 Essen. Schon okay. Aber es ist nicht ganz so effektiv. Wir haben ja auch in Health investiert. Das heißt also, es füllt auch weniger auf jedes Essen, weil unsere Energieleiste ja schon länger ist. Stimmt. Ist gleich nochmal so eins dann. So, lecker. So. Ah ja, und da. Sehr gut. Okay, jetzt müsste sich das Gewicht senken. Das Tor geht hoch. Wir heilen uns nochmal. Auch wenn es ein anderes Genre passiert als das, was die Moon Studios machen, aber so ein bisschen Metroidvania steckt natürlich auch gerade in diesen Spielen. Ja, stimmt. Das ist übrigens der gleiche Kollege wieder, also die gleiche Art, wie der, an dem ich vorhin gestorben bin. Ja, ja. Theoretisch, jetzt haben wir natürlich eine andere Waffe. Das ist eine gute Reichweite jetzt natürlich, Das Komische ist, dass der teilweise echt auch weit und schnell springen kann, der Gegner. Oh, schön. Oh, super. Zurück. Aber er verliert nicht so viel Energie, also der hält schon echt was aus. Ja. Boah. Oh, super, Fabian, super gemacht. Guck mal, wie wenig Energie ihm das abzieht. Ja, du lässt nicht genug Zeit zum Aufladen. Oh, kannst du was essen? Ja, gleich. Okay, das einzig Gute ist, dass er nichts werfen kann. Und mich also, er macht die Sprungattacke und dann noch einen Dreher. Danach hast du Zeit. Ich will mal... Sprungattacke, Dreher und jetzt greift an. Ich will mal das bessere Essen equippen. So. Er macht mich trotzdem fertig. Was geht mal mit Ausweichen, ne? Lass ihn nochmal springen. Zweiter Angriff und jetzt. Zurück wieder. So wenig Energie verliert er. Du hast... Komm, ein. Ah, sehr gut. Und Level Up. Fantastisch, Fabian. Da liegt noch was bei ihm. Der hat bestimmt was Nettes gedroppt zumindest. So eine Axt kann er mal droppen. Ja, leider nicht, aber die würde ich auch gar nicht benutzen wollen. Okay, was machen wir, Gregor? Wollen wir ein bisschen Ausdauer vielleicht machen? Mach mal 2 Stamina, weil das ist das, was uns ja hier und so Stärke richtig in die Parade fährt. Und Stärke mal nochmal. Ja, wir haben ja jetzt ein bisschen auf die Waffe committed hier. Jetzt sind wir quasi Level 4. Wir haben noch 5 Pilzsuppen, das geht eigentlich. Jetzt gucken wir hier mal weiter und wir sehen, dass wir uns von der Richtung her zumindest auch dem Zielpunkt annähern. Genau, die Stelle haben wir vorhin auch schon mal gesehen. Wenn wir hier noch ein Item mitnehmen. Und hier nochmal reingucken.
Das stört mich an der Waffe schon ein bisschen, dass es so lange dauert, so random Sachen kaputt zu hauen, wie einfach so Fässer, die da rumliegen. Mhm. Ich werde mal gerade noch... So, dann war andere Waffe equippen zum Schnell, aber ich glaube, du hast keine Waffen mehr. Wir haben keine andere mehr, die wir benutzen können. Was kannst du sonst deine Faust einfach verwenden? Könnte ich auch machen. Kannst du mal probieren, aber die Fässer mit der Faust kaputt zu hauen. Ja, die Brücke hier ist oben. Gucken wir hier kurz. Also Sacrament wäre schon richtig in die Richtung. Mariner's Keep da, wo wir hergekommen sind. Okay, das heißt, wir gehen hier erstmal weiter, nehmen noch das Rattenfleisch mit. Und ich probiere das nochmal eben, was du gesagt hast. Das stimmt natürlich. Ich könnte einfach auf die Faust dann umschalten. Ja, und hier ist ein Hebel. Ah ja, und jetzt wird die Brücke runtergemacht. Naja, das ist... Oder, ach nee, wir fahren hoch, das ist auch so. Die Schienen zeigen einem schon, das ist ein... Da ist gleich ein Gegner. Den haust du weg. Ah, super gut. War jetzt nicht perfekt, aber war schon okay gemacht. Ja, wir sind ja mit Level 4 und mehr Stärke und allem, da passt das schon. Da ist ein Bogenschütze. Ein Bogenschütze? Ja. Okay, die halten zum Glück nicht so viel aus. Hier wieder so eine typische Abkürzungsleiter für später. Wenn wir nach da oben irgendwie kämen, wir sehen auch oben links würde ein Item liegen. Ich verfolge jetzt aber mal den Weg hier erst weiter. Da können wir, glaube ich, runter. Mit Laufen? Ja, oder? Ah, nee, ist ja okay, es reicht. Oh. Das ist diese Freunde. Das sind Freunde. Das sind gute. Das sind Freunde. Sprechen wir mit ihnen. Forgive my father. He mistook you for one of the risen. Lara. To make for sacrament, there are worse things than bandits up ahead. A great beast is loose in these glades. They say it used to be a man. I wanted to go after it, but father says... Father says the Torn are not to be trifled with. And he's right. Torn, wir erinnern uns an das Showcase, wenn Warwick ist zum Beispiel ein Torn, den großen Boss, den wir da gesehen haben. Tatsächlich, wenn wir jetzt auf die Karte schauen, sehen wir auch, dass der nicht mehr so weit weg sein kann. Der Weg gabelt sich jetzt hier aber nochmal so ein bisschen. Wo wollen wir lang gehen, Gregor? So, was sind denn unsere Optionen? Unten oder oben? Hier könnten wir, sind jetzt, da ist auf jeden Fall ein Speicherpunkt. Den sollten wir, glaube ich, mal eben aktivieren. Dann von unten, ja, mach das mal. Kommen wir zum Safe hin, ne? Da bin ich ganz angetan davon, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall Bock, da weiterzuspielen. Weiß nicht, ob sich das so gut überträgt in so einem Stream, aber so dieses Gefühl für Gewicht und dafür, wie schwer sind so Sachen und wie wuchtig sind solche Angriffe, das vermittelt das Spiel wirklich sehr, sehr gut. Dadurch, dass wir auch eben eine langsame und wuchtige Waffe haben, das kommt auch mit dem Controller gut rüber. Sounddesign, muss ich auch sagen, ne? Du gehörst schon dieses, also es kracht schon, sobald du dann einmal mit dem Schwert draufhaust. Und auch als Indikator fürs Trainieren, fürs Parieren, es macht, wenn du den Parry drückst, auch einen kleinen Soundeffekt extra. Ja, stimmt. Hier jetzt, in der Richtung her. Boah. Es gibt doch einen Grund, warum die weglaufen. Hier ist ein Megamonster in der Nähe. Hören wir hier schon. Könnten wir noch mal so ein bisschen ausbrechen in die Wälder? Ein bisschen runter und wir gucken doch mal. Was hier noch so rum. Vielleicht können wir hier eine Abkürzung freischalten zum Strand. Ah, das ist eine gute Idee. Sieht mir alles nicht so geheuer aus. Und ich weiß nicht, ob ich da wirklich reinlaufen möchte. Am Ende ist es vielleicht auch nur Wasser. Ja. Aber man weiß es nicht. Wer nicht wagt, der nicht verliert, ne? Genau das. Ich würde jetzt ungern einfach irgendwie stumpf wieder irgendwo rein. Ja, du kannst da klettern. Aber da ist eine Leiter, die du runterlassen kannst. Guck mal hier, wir sehen das gleich, das wird sich da unten mit zusammenfügen wahrscheinlich. Die Frage ist, will ich jetzt hier oben diesen Abschnitt noch machen? Das sind zwei Gegner, ne? Mindestens zwei sehe ich da schon mal. Okay, jetzt haben sie dich gesehen. Ich weiß nicht, ob die auch hier runter jetzt kommen. Mal gucken, falls sie runterkommen, abstechen. Aber ich bezweifle es fast. So klug sind sie schon. Ich geh mal gucken. Okay. Oh. Ah, shit. Wir sind da wirklich sehr, sehr lahm unterwegs. Okay. Energie kannst du mal nehmen, gerne. Wir haben auf jeden Fall ein paar Items gefunden. Okay, aufladen. Ah, wirklich. Ich würde ihn gerne einfach über die Kante hauen. Aber gut, jetzt haben wir ihn eh gleich. So, hier kannst du graben mit der Schaufel, ne? Ja, stimmt. Dick. Oh ja.
Noch ein Gegner. So, wir graben noch weiter. Ah, okay, ja, das ist die Grableiste. Wir haben gefunden. Oh, okay. Wenn wir Knete sagen. okay, was haben wir denn noch alles gefunden? Guck mal hier. Jetzt haben wir eine andere Kapuze. Das wäre ein einhändiger Hammer, den wir aber nicht tragen können, weil wir Glauben nicht aufgelevelt haben. Wir haben immer noch nie eine schlechte Hose und wir haben, ja, ist besser als nichts. Keine gute Kapuze. Unser Heavy, wir haben ja eh schon Heavy Load. Also genau, den doofen Helm wollte ich nicht tragen. Die Frage ist jetzt, verfolgen wir diesen Weg hier nochmal weiter? Ich würde schon sagen, wenn ich hier das lass mal gucken, also lass uns die Abkürzung zumindest. Ich habe mal wahnsinnig Schiss vor solchen Stellen hier, Gregor. Wenn wir da wieder runterfallen, bin ich tot. Ich habe bisher ein gutes Gefühl dafür. Yes. Es war ein bisschen kulanter als andere Spiele. Da ein Gegner unten. Und eine Schatztruhe, ne? Ja. Erstmal den Gegner, ne? Was ist denn für ein Gegner? Können wir das schon erkennen? Das ist... Okay, der Axtmann. Ah, das ist auch wieder der Axtmann. Aber du kannst den Dings da benutzen. Den was? Den Pfad, meine ich, damit er nicht dich erreichen kann. Erstmal meine... Ja, mach es mal. Hier. Ja, wie er mich einfach respektlos wegboxt. Aber... Jetzt muss man das Stamina aufladen. Scheiße. Okay, wenn du falls nicht heilen kannst. Mach ich jetzt. Jetzt roll ich mich einmal weg. Ja. Okay. Weil es ja springt und macht dann nochmal einen Dreher. Nicht zu greedy, ne? Schön die ganze Dreier. Immer nur ein Hit. Wow, Gregor. Mit einer Aufladung. Erstmal was Leichteres. Dann kriegst du ihn mit einer. Eine aufgeladene Attacke. Ich sterbe jetzt hier. Ich bin zu nervös jetzt einfach. Du kriegst den. What? Oh, krass. Okay. Okay, aber die Kiste hast du dir verdient, richtig? Das stimmt. Was könnten wir denn hier mal... Ich probiere mal gleich hier den Crabstaff Mushroom aus. Okay, der gibt ordentlich. Sehr effektiv. Geil. Oh, was haben wir hier alles? Schau es dir an. Okay, Enchant, Weapons and Armor, Fallen Embers, ein mysteriöser Ding. Das könnte Geld primär bedeuten, ne? Azure Blade. Ja. Also falls du mal, obwohl, nee, das können wir noch nicht fragen. Auch Schwert, aber nicht so stark. Wert. Und Klingenöl. Ja, Additional Physical Damage. Das wäre vielleicht, falls wir den Boss tatsächlich angehen sollten, da sollten wir unsere Waffe auch noch mal ein bisschen enchanten. Guck mal, jetzt haben wir das schon zusammengefügt. Soll ich hier noch mal versuchen, rüberzulaufen? Schau mal, was da ist. Guck mal. Was ist das? Das ist eine, da kannst du graben. Wo? Links. Rechts. Irgendwo hier muss doch eine Leiter sein, die man runterballert. Frage ist, wollen wir dahin denn überhaupt nochmal zurück? Aber es ist schön, wenn man so eine Abkürzung hergestellt hat. Ja, wir Abkürzung aktivieren ist immer nett, wenn es da eine gibt. Gegner hier? Nein. Hier ist ein Pilzwald. Eine Pilzfarm haben wir gefunden. Nice. Und sogar eine Statue. Vielleicht gibt es da irgendwie so Lore oder... Ein paar Kräuter. Alles gut zum Kochen wäre das gut. Okay, eine Statue ist mehr so... Ist hier ein Weg? Ja. Das ist da auch. Ich wollte sagen, ein Gegner, nein, ist einfach nur ein Stock bei der Kiste. Bombe, einen menschlichen Knochen und einen Saphir. Wo hast du den menschlichen Knochen hingetan? In meine Kiste, wie doch immer. Kann ich hier runterfallen? Wer zu sagen. Das kannst du. Okay, dann. Dann hast du ein bisschen so den Kreis geschlossen, den wir eh entlang gegangen wären auch. Frage ist, wollen wir nicht noch mal was kochen jetzt vorher oder wollen wir wo war der letzte Safe? Also auf die Map. Also der letzte Safe ist hier. Dann lass uns den Fire Pit ist da oben. Lass uns hingehen, was kochen und dann noch mal beim Safe abspeichern. Weißt du was aus, Fabian, wenn ich kurz austrete? Das Minute? Ist für mich völlig okay. Dann wirst du, wenn ich sterbe zwischendurch, werde ich einfach weiterspielen. Dann machst du einfach weiter. Wird dir sagen, dass ich gestorben bin zwischendurch. Ich werde einfach mal mit den Stream zurückspringen. Dann bin ich in ein paar Minuten wieder da. Okay, alles klar. Dann warte ich noch, bis ich mich weiter Richtung Sacrament bewege und da vielleicht den Endboss triggere. Fang noch ein bisschen Fisch in der Zwischenzeit. Ja, liebe Leute, jetzt bin ich hier alleine. Sollte ich jetzt sterben, verratet es bitte nicht Gregor.
bin gerade noch unschlüssig, ob ich jetzt nochmal hier oben weiter gucke. Ich schwimme immer nicht so gerne in so Spielen, das ist mir immer ein bisschen unheimlich. Okay, hier ist noch was. Und hier kommen wir durch. Okay. Oben brennt auf jeden Fall was und da steht doch auch ein Gegner. Die Frage, habe ich jetzt Bock, gegen den zu kämpfen? Zumal da links auch Gegner laufen. Wenn ihr schaut, ganz oben links in der Ecke im Dunkeln. Ich weiß ja nicht, Leute. Okay, ich mache es mal. Ich glaube, ich gehe aber erst da oben zu dem Gegner. Das ist im Zweifelsfall wahrscheinlich der leichtere. Oh nein, es sind auch noch zwei. Ja, da habe ich jetzt absolut nicht das richtige Equipment für diese Gegner gerade, weil die so schnell sind. Boah, nee, das bringt gar nichts, was ich hier mache. Ich muss die zumindest mal voneinander trennen. Alter, wie langsam ich einfach bin im Vergleich zu denen. Okay, den einen lege ich jetzt vielleicht. Der andere killt mich jetzt gleich. Aber ich bin ja nicht doof. Okay. Mal, was es da noch gibt. Okay, das sieht mir aus wie eine Stachelgrube da tatsächlich. Noch ein Gegner. Schön geparried. Ich bin mal weiter nach oben gegangen, noch von dem Speicherpunkt aus und treffe auf Gegner, Gregor, die leider viel zu schnell für unsere Art von Charakter gerade sind und sterbe jetzt hier Stelle, um dir pünktlich nochmal den Controller zu übergeben. Dann kann ich mich auch mal an den versuchen. Aber ja, wahrscheinlich war das bis hierhin eine gute Entscheidung, mal auf diese Art von Waffe zu setzen. Und jetzt rächt sich so ein klein bisschen. Ja, gegen schnelle Gegner. Also du kannst gerne diesen Weg nach oben nochmal verfolgen. Ich werde es auf jeden Fall auch nochmal. Da steht, glaube ich, auch noch ein größerer Gegner rum, der im Zweifelsfall uns auf jeden Fall Experience bringen würde. Welcher Level sind wir jetzt? 4? 4, ja. Wir haben, ja okay, die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte. Also da oben stehen auf jeden Fall noch ein kleiner Gegner, der mich gerade gekillt hat. Und ich glaube, da steht ein größerer Gegner noch in der Höhle drin. Und du musst aufpassen, da gibt es Dinge, wo du reinfallen kannst, so Stachelgruben. Okay. Zum Beispiel da oben links siehst du das so im Nebel. Mhm. Ah, okay, da kann man runterfallen. Das ist ein reales Hindernis, was dich tötet. Und hier hoch, wenn du jetzt gehst, kommt der Gegner dann so ziemlich am Ende dieses Pfades. Das ist er. Ja. Okay. Runter. Schwerer als man denkt, ne? Ist es. Du hast aber, bist noch gut dabei, hast noch die halbe Energie übrig. Genau, wir sind ja auch deswegen hier rein, um nochmal eine Feuerstelle zu finden. Ja, sonst ist mal so ein Krabben-Ding. Okay, ein Krabben-Chowder. Oder haben wir noch. Okay, das sind alles Zutaten gewesen. Oh, die Experience Potion. Oh, zwei sogar. Fall. Genau, die kannst du direkt wieder benutzen im Inventar. Ich glaube, wir leveln uns jetzt auf, oder? Tatsächlich, ja. Warte mal, nein, hier mit und jetzt LTRT. Y. Ja. Ja, so geht's natürlich auch. Ah, ganz knapp. Ja, das ist doch schön. Haben wir Level 5 erreicht. Wir können noch mal gucken bei den anderen Waffen, die wir haben. Die konnten wir ja nicht equippen, weil uns bestimmte Attribute gefehlt haben. Ja, die sind aber leider auch. Also, die Frage, ob uns das wert ist. Also, das hat. Okay, das ist gleich 6 Stärke. Fallen wir von. Runter, ne? Genau, da wären es 4. Also, es ist, glaube ich, ein Statuswert, den wir höher machen müssen, die Beten. Ja, genau, dann wäre es Face, müssten wir erhöhen. Was ist vorne mit dem Knüppel? Der ist auch nicht geil, ne? Der Knüppel ist auch nicht, Digga, 5 gleich runter. Tja.
Na komm, wir haben jetzt committed. Wir machen ruhig. Hier weiter. Ich bin mir halt unsicher. Du hast ja vorhin im Video auch den letzten Boss, den Warwick, schon gesehen. Ob bei so einem großen, fetten Gegner, wenn wir also da so langsam sind. Wir könnten sagen, das ist unser Auflevel, jetzt das Auflevel, was wir gemacht haben, indem wir jeweils den eingeben. Okay, finde ich gut. Ja. Machen wir das mal. Steigert das eigentlich auch andere Statuswerte? Also von wegen, es gibt ja manche, wo das so ineinander hängt, dass auf einmal mehr Equipload ist hier ja tatsächlich was komplett Eigenes, was nicht Stamina getragen wird. Herz und Stamina steigern sich ja auch direkt, wenn du den Wert einfach steigerst. Okay, dann lass uns das so machen, dann haben wir nämlich die Optionen frei. Ach so, du meinst, ob die mit unterschiedlichen Sachen auch teilweise zusammenhängen? Das ist so korreliert, ne? Also dass du immer sagst, okay, du steigerst was, aber du machst einen anderen Wert gleichzeitig ein kleines bisschen mit hoch. Also kannst du natürlich jetzt mal eine andere Waffe, das da unten ist safe, ein Gegner, der da steht. So, jetzt können wir alle equippen. Kannst du auch mal einfach zwei Waffen equippen, ne? Und dann einfach im Spiel wechseln. Mal gucken, ob es die Equip-Load dann sonst auch mit höher macht. Einfach nur, weil die dann... Aber guck mal, jetzt fällt mir gerade auf, hätten wir vorher schon mal Glauben und Dings gesteigert, dann wäre diese Spitzhacke jetzt schon genauso gut wie das Claymore, weil guck mal, das sind jetzt nur noch -3. Warte mal, lass mich mal... was war unequip? Unequip. So, wenn wir die auf jeden Fall noch equippen. Also das Claymore, der Pick. So, wenn wir es hier ersetzen, ist es insgesamt stärker, wenn wir es ersetzen. No? Interessant. Wahrscheinlich. Nee, du vergleichst jetzt gerade. Du bist jetzt auf dem Claymore und vergleichst das mit dem Knüppel. Ja. Guck mal, siehst du, der Claymore ist. Stärker. Okay, sorry. Ja, ich dachte, ich habe das Neue wird mir da angezeigt, aber stimmt, du hast ja absolut recht. Das wird gezeigt, wie viel stärker das Claymore gegenüber dem anderen ist. Du behältst jetzt das Claymore und machst diese Climbers Pick mal noch auf den zweiten Slot, um das umschalten zu können. So. Wir könnten ja auch, warte mal, es bleibt bei Heavy Load hier, aber hatten wir nicht ein Schild oder hast du den verkauft? Den haben wir gar nicht gekauft. Ach, der wird zum Kaufen gewesen, stimmt, du hast ja recht. Boah, ist auch nicht super schnell, oder? Nee, aber wir sind ja auch im Heavy Load immer. Ah, also das kann sein. Aber was, wenn ich das unequippe, das zweite. Das Claymore meinst du? Ja, weil wir haben es ja auch hier quasi hier mit drauf. Ups, jetzt habe ich die hintere Taste gedrückt, aus Versehen. Sorry. Unequip. Okay, es zählt nicht als Heavy Load. Ja, weil du hast es nicht aktiv gerade. Es zählt nur das, was du wirklich aktiv gerade am Körper hast. Weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Weil du die Waffe nicht in der Hand hältst. Soll ich hier nochmal dazu tun? Was macht uns denn sonst schwerer? Die Dinger haben hier kein Gewicht. Kein Gewicht. Die Ringe auch nicht. Und wir haben hier schon zwei, die Equip Load. Und ich glaube, guck mal, die Hose wiegt 45. Das die Hose ist extra. Und die Rüstung wiegt sogar 60. Aber es sind 45 Abwehr mit der Hose. Also, die würde ich nicht wegnehmen. Ja. Wir bleiben dabei. Okay. Hier ist aber nichts. Da würde ich nicht droppen jetzt. Ich glaube, da würde ich lieber wieder den normalen Weg runtergehen. Nur nicht in die Grube reinfallen. Genau, da wäre ein Feuerplatz zum Kochen gleich noch. Und da ist noch ein Gegner, den ich mich wahrscheinlich ranschleichen würde von hinten. Um ihm zumindest eine mitzugeben, bevor der Kampf losgeht. Das geht jetzt nicht mehr. Stark. Schön rumrollen. Denk dran, du hast Fokus voll. Ja. RB und X dann. Ah, da hatte dir leider schön dazwischen gehauen jetzt. Aber du hast ihn noch fast, ne? Du müsstest dich nochmal heilen jetzt ganz dringend. Ich hatte das schon gemacht. Nächsten Treffer bist du hin, ne? Und das jetzt hat er mich. Okay, dann kannst du mal probieren, aber... Soll ich bei der Waffe bleiben? Bleib mal, probier's mal. Gut? Also, schlecht ist sie nicht. Ist natürlich ein bisschen anders jetzt mit der Reichweite, aber die höhere Geschwindigkeit macht einiges aus. Vielleicht so als Zwischenweg zwischen so einem kleinen Doppeldolch und das hier. Haben gar nicht mehr drauf geachtet, aber ist alles noch in Ordnung mit dem Zustand? Wir sind auch gar nicht mehr so oft gestorben, das fällt mir gerade auf. Nee. Zweimal gerade. Das müssen wir zurück zum Händler laufen, ne? Ja. Genau, wobei der auch seine Position dann irgendwann verändert. Ach was. Was macht der? So, jetzt probiere ich mal hier mich mal anzuschleichen. Ah, guck mal, du hast es von der Seite gemacht. Ganz gut. Aber der kriegt keinen Totenkopf. Jetzt kriegt er. Das ist der Lock-on, ne? Nee, das ist nee, dann lad aber mal auf. Der schläft. Ich glaube, du kannst den nicht stealth killen. Naja.
Meinst du, seine Attacken kann man parryen oder das sind alles so typische Backroller? Ja, das sagen, ist ja ne? Warum? Boah, was mir... Das Potenzial kannst du auch... Schwer zu sagen, ob er 3 oder 4 immer macht, finde ich. Oh, jetzt hat er einen Kick gemacht. Du kannst nicht mehr als einmal treffen, wenn du so viel rollst. Zum Glück ist er ähnlich langsam wie wir. Ich hab... Boah, wenn du beim in der Essensanimation getroffen wirst, dann ist das nicht, geht es nicht durch, ne? Ja. Not so easy. Hab zweimal versucht, jetzt zwischendurch was zu mampfen und es ging nicht. Ja, checken wir nochmal, was ist da? Die sind die Haltbarkeit auf. Also 120. Super happy bin ich mit der Waffe auch nicht. Sag's wie es ist. Ja, wir machen es erstmal, weiter. Würde ich fast eher bei dem, das habe ich schon gemacht eben, das Angeln. Achso, das war aber richtig hier durchlaufen, ne? Ja, das ist richtig. Du bleibst bei der Spitzhacke? Ja, muss mal probieren. Ich finde, dass sie nicht so geil reagiert irgendwie. Es dauert dann halt auch einen Moment, wenn du damit angreifst. Ja, stimmt schon. Viel angreifen kannst du dann halt nicht mit dem Rumrollen. Ja, hätte ich jetzt auch gemacht. Aber wir müssen ihn auf jeden Fall jetzt schaffen. Tipp, nicht rollen, lauf. Ja, habe ich auch gerade gedacht, du machst es eigentlich jetzt ganz super. Außer ja, einen Treffer noch. Und flappum. Passt ihn. Nice. Okay, das ist so einer, ja, das Durchrollen macht dir deine Stamina natürlich sofort weg, aber ja. Wenn du dann läufst drumherum, kannst du dann trotzdem ausweichen, ne? Wobei ich glaube, das Laufen im Kampf hat auch Stamina gekostet, oder habe ich mich... das habe ich jetzt nicht... da war ich zu aufgeregt gerade. Du hast auf jeden Fall noch einen Hunter's Knife bekommen. Check mal, was das für Requirements hat. Okay, da fehlt was. Was fehlt? Oh, das hätte, guck mal, das hätte schöne Bonuseffekte. Cold Damage. Wie viel Dexterity haben wir dann? 11 wahrscheinlich nur, ne? Müssten wir haben, ne? Müssten wir halt auch erst nochmal aufleveln. 11, ja. Beim nächsten Aufleveln könnten wir uns überlegen. Oder wir finden nochmal ein paar von den Experience Vials. Jetzt kochst du erstmal noch schön alles, was geht. Wir haben 1. Wir haben nicht so viel Krabbenfleisch und sowas uns geholt. Aber guck mal hier, 12 Suppen. Oh ja. Das war von der Pilzfarm, wo wir eben waren. 12 Suppe. Also mit 12 Suppe würde ich sagen, könnten wir Warwick mal entgegentreten. Ja. Wenn du dich mit dem Claymore dafür gewappnet fühlst. Vielleicht können wir ihn ja bestechen mit 12 Suppe. Ich denke, wir könnten das jetzt durchaus mal ausbilden. Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde. Das halte ich für eine realistische Lernkurve, um das mal angehen zu können. Mhm. Das können wir tatsächlich mal machen. Also wir haben den Gegner jetzt hier besiegt. Kommt man hier in dieser Höhle noch weiter? Also hier ist die Fire Pit. Das ist eher, glaube ich, hier lang, ne? Ja, würde ich auch sagen, genau. Ja, du hast ja eben, wir waren ja schon an der Stelle, wo das Geschrei zu hören war. Da ist auch der Gegner, um ihn dann quasi auszulösen. Hier heilen wir uns jetzt zum Vorbeigehen nochmal. Mhm. Und jetzt gehst du von hier aus einfach nach unten und dann nach Osten und dann kommst du dahin. Und ich weiß nicht, ob du dir nicht vielleicht die Pilzsuppen ausrüsten willst, lieber auf nach oben. Und nochmal überlegst, ob du dir irgendeinen Öl oder sowas für die Waffe verwendest. Ich glaube, fürs allererste Mal würde ich gerne einfach mal ein Gefühl dafür bekommen. Bevor ich dann die schönen Aufwertungs-Items hole. Weil sonst machst du dir deine Waffe schön stark und du one-hittet. Da ist noch Sachen. Ne? Ja. Hey, das war nicht cool. Nice. Du machst es mit der Hacke jetzt? Ja. Entspannt. Entspannt. Ja. Nathalie und Puglias Torn.
Oh, du machst aber soliden Schaden durchaus damit. Das geht schon. Aber du nimmst auch ganz schön viel Schaden. Okay, auf das. Versuch da mal zu parryen, diese Dinger, oder? Guck mal, geil. Boah, wenn du jetzt noch Ausdauer gehabt hättest, hättest du richtig gut Schaden machen können. Du musst dich heilen. Ist gar keine Energie. Nice. Jo, du bist der Beste. Stell dir mal vor, du legst ihn jetzt im ersten Anlauf. Heilen. Kannst aber noch nicht. Früh. Oh nee, schade. Schade. Aber es war Hammer für den ersten nicht Anlauf. Nicht schlecht für halbe Energie, ne? Ja. Das macht der Unterschied zwischen Parry und Nicht-Parry. Also Parry war jetzt super bei dem, oder? Du musst parryen. Das Ding ist, du willst, wenn du gefühlt durchtauchen willst durch seinen Schwertangriff, du verbrauchst so viel Stamina, dass du einfach danach nichts mehr machen kannst. Die Frage ist, der Parry ist fast schon gezwungen. Ja, es sei denn, du kannst eine andere Waffe. Kannst du natürlich gerne auch probieren. Die war jetzt nicht schlecht, die Axt. Verschwend jetzt einfach gleich unser Dings. Haben wir noch hier irgendwas? Achso, das Blade Oil. Das kannst du ja unten Blade auf Blade den. Oils. Das mache ich. Ich benutze jetzt meins. Du kannst das andere dann benutzen. Ja. Falls du es jetzt nicht dann direkt schaffen solltest, natürlich. Das schaffe ich natürlich nicht. Ich glaube, wenn man dann. Okay, ich muss tatsächlich erstmal das Timing finden. Dieser Cooldown beim Heilen, ey, so fies. Heftig, das ne? Das werden wir noch ein paar Anläufe Heftiger brauchen. Boy. Denk dran, guck mal, jetzt steht der Händler nämlich da. Geh mal hin und mach mal Repair All, damit unser Kram wieder, Figured I'd be safer camping out here. Ja. You let me know if you need anything repaired. Oh, sickening stench, isn't it? All those bodies ripped apart. God save the soul. Das machen wir. Aber wir schaffen das, Gregor. Das kriegen wir hin. Wir haben ein paar Minuten haben wir noch. Repair. Und, ja, genau. Lass mal gucken, ob er was Neues noch verkauft. Ja. Oder wir verkaufen mal ein bisschen Kram und kaufen uns irgendwas Geiles. Ja. Mit mir reden. Y. Beim. Intersex. Jute Hosen. Hosen sind nicht gut. Nee, die sind gut. Den Wooden Shield hatten wir nicht geholt. Wir können das natürlich. Ich meine, wir haben jetzt eine einhändige Waffe. Was kostet das? 52? Wie viel haben wir? 14. Naja, ach nee, wir haben aber noch auch einen Silberling. Das heißt. Schon mehr insgesamt. Und zwei nochmal. Das andere Rezept haben wir schon, das Crab Chow. Ach, you already learned. Ich hol mal den Schild. Okay. Noch was verkaufen vielleicht? Ja, erstmal. Ja, ich glaube, den Schild musste aber. Mach ich gleich. So, nee. Du hast schon recht. Ist schon mal. Lernen wir das Rezept noch. Ja, wo ist es da? Ja. Oh, wir haben Experience Potion, weil das nehmen wir auch. Y, du kannst das direkt mit Y hier benutzen. Y, ja. Xbox Y. So. Na, jetzt hättest du noch ein Schild. Ja. Ich frage, hilft das bei ihm so viel? Werden wir gleich mal sehen. Aber vielleicht hast du auch eine gewisse bessere unten, ne? Grundabwehr mit dem Schild. Kann es natürlich auch sein. Ja, manchmal gibt es sowas. Ne? Ich habe eben auch gedacht, scheiße, du wirst dann gleich 3-4 Mal getroffen. Stark. Ah ja, das teilt sich richtig aus, wenn du einmal parryst. Ah, abgerutscht. Wir müssen das Parry üben. Ja, wir kriegen das hin, Gregor, kriegen das hin. Also ja, ein Parry hast gesehen, wie viel das schon dann abziehen konnte, wenn du, ne? Also wir müssen den 5-6 Mal parryen. Haben wir nicht noch irgendwie... Ist er noch da?
Ich überlege gerade, ob wir nicht noch irgendwas kaufen können, um so einen temporären Buff oder sowas zu haben. Ja, check mal. Du bist noch auf Sell. Ja, ich guck gerade. Achso, was wir verkaufen können. Jose kommt weg. Die anderen Sachen behalte ich erstmal. Ja, wirklich? Ja. Aber das würde uns halt Geld bringen, ne? Wenn wir was zum Kaufen haben, dann können wir es verkaufen, würde ich sagen. Also das wenn heißt, du was im Auge hast, ja hat klar. Nix wie so ein Öl. Guck mal hier, so ein Flamescale Oil zum Beispiel. Kauft das. Ah ja, der Mensch, ja, macht das. Gibt das schon mal. Haben wir denn hier ein Mushroom Soup aus? Mushroom ist okay. Und du meinst, das Claymore ist nichts bei ihm? Ne, probier's ruhig aus. Ich habe mich, wo mich jetzt einmal mit dem Timing hier dann drauf packen. Es macht wahrscheinlich mehr aus, wenn du parryst, wie viele Angriffe du da machen kannst. Mit dem Claymore musst du dir auch sicher sein, dass du triffst. Aber hier kannst du 4 oder 5 Mal zuschlagen, gefühlt mit dem. Mit okay, ich bleib mal dabei für den Versuch jetzt. Schild habe ich gar nicht hochgepackt, aber lass es durchgequippt. Verschwende schön das Flammenöl. Oh, ich hätte schwören können, ich habe richtig geparried beim ersten Mal, aber jetzt... Jetzt hast du es aber. Lad deine Stamina auf. Boah, wenn du so am Boden liegst, dann ist das so mies, Sobald du zum Räumen kommst, bist du schon fertig. Okay, sehr gut, Fabian. Sehr gut, fantastisch. Okay, aber ich glaube, die zweite Hälfte hier wird dann immer auch noch mal ein bisschen anspruchsvoller. Ich müsste mich jetzt eigentlich heilen und kann aber noch nicht. Jetzt kannst du heilen. Boah, du Schweinebär. Ja, ich mach's auch immer zu früh. Der wartet ein bisschen mit dem. Wir Timing. Schaffen den, aber das schaffen wir, Leute. Ja. Da runter. Hast du den schon in deinen Versuchen schon mal gelegt oder willst du das nicht spoilen? Ich will das hier jetzt nicht spoilen, meine Erfahrung mit ihm ist für unangenehm für alle Beteiligten vielleicht. Okay. Okay, du hast die Hälfte. Aber ah, jetzt habe ich leider auch hin. Okay. Ich wollte mal versuchen, ob ich. Kann ich den parryen? Kann ich den parryen? Nein. Ja, man weiß es nicht so genau, ne? Ist schwierig zu sagen. Vielleicht können wir tatsächlich aus seinem Einwirkungsbereich rauslaufen statt durchrollen, wenn man nicht gerade direkt davor steht. Sehr gut. Darf einfach nicht zu viel jetzt machen. Ja, nach dem Parry kannst du auch gedrückt halten einmal, ne? Genau. Oh, super. 4 kriegst du hin. 5 sogar. Oh, super, Fabian. Das ist natürlich die Stamina nicht ganz. Oh, wie gut machst du denn das? Okay. Pass auf. Ja, jetzt kommt die Scheißphase. Aber hast du ihn? Oh, schon wieder. Fabian, das ist ja super. Was ist jetzt? Oh! Ich jubiliere. Ach nein. Den hast du gleich. Oh Gott. Ich kann nicht weg. Ja, aber du hast gute Energie noch. Den hast du gleich. Ich hab ihn nicht. Energie? Achte mal drauf. Ich kann nicht. Mach da. Okay, du kannst gleich. Ich kann gleich. Und zwar jetzt. Jetzt. Oh, super gut. So, hau ihn weg, hau drauf. Trau mich nicht. Ich kann doch bestimmt auch mal meinen Fokus machen. Ich würde lieber hauen. Du hast ihn. Ah, Fabian! Gelegt mit der Runenattacke. Mit der Runenattacke, das hat ja so viel abgezogen gerade. Jesus Christ. Puh. Boah, ey, aber also Respekt, dass du so viele Parries hintereinander hinbekommen hast. Ja. Hast sogar menschliche Hände gekriegt als Bonus. Ja, und so und im Spiel.
Ein Corpse Smeared Blade haben wir auch noch bekommen. Geil. Das wäre ein schönes Schwert. Aber das ist ein guter Zweihänder. Wir müssten es jetzt noch schaffen, in 16 Minuten die Stärke auf 22 hoch zu pushen. Das schaffen wir nicht. Das werden wir, glaube ich, nicht so direkt schaffen. Nichtsdestotrotz, wir haben noch eine Viertelstunde übrig. Wir können hier noch ein bisschen weiter exploren. Wir können, ja, lass doch ein bisschen noch mal umschauen, wo wir noch nicht gewesen sind. Ich guck mal gerade, lohnt sich jetzt hier irgendwas zu tauschen? Eigentlich nicht. Wir können noch mal... Benutzt doch mal die Kugel einfach mal. Ich würde eine andere Waffe gerne noch mal benutzen. Ja, nimm genau. Die können wir jetzt nehmen. Und hier würden wir jetzt, im Grunde ist es ja jetzt egal, was wir jetzt hier noch machen. Wir haben auch ein Level-Up bekommen. Du kannst ja gucken, ob du tatsächlich noch mal die 2 in Dexterity packst. Ja, das würde ich jetzt einmal machen. Ich bin jetzt völlig durch den Wind, nachdem ich diesen Gegner gerade besiegt habe. Genau. Und mach mal einen Health noch dazu. Und genau, jetzt benutzen wir mal das Hunter's Knife noch mal und Klapp. Können wir mal probieren, wie es mit dem Schild tatsächlich mal funktioniert, zum Blocken oder so. Okay, das ist natürlich eine andere Art von Geschwindigkeit dann hier, die wir haben. Und das wäre noch mal schneller. Oh, und dann haben wir auch nicht mehr die Fat Roll mit dem kleinen Messer, oder? Wir haben, glaube ich, immer noch ziemlich viel an. Wird jetzt mal spaßeshalber, glaube ich. Nimm mal die Mütze weg, ja. Die Mütze wegnehmen, dann kommen wir zumindest wieder in den Normalbereich. Das fühlt sich gleich ganz anders an. Eine normale Rolle auf jeden Fall. Holy shit, wie fix läufst du denn dann doch? Also es ist jetzt so, wenn wir über die Brücke hier treten, dann kommen wir zwar nach Sacrament, wir triggern aber eine Cutscene und dann gehen wir also nicht darüber. Die Demo endet. Das heißt, wir spielen mal noch ein paar Minütchen weiter. Guck doch mal auf die Map, was sind so Bereiche, die sich dann so anbieten. Es gibt noch viel. Also wir könnten zum Beispiel noch mal, ich renne noch mal eben zurück nach zum Mariner's Keep und wir brechen von da aus noch mal ein bisschen in eine andere Richtung auf. Hier oben in der Höhle waren wir jetzt ja schon. Ja. Wir waren auch schon bei. Ach, guck mal hier. Das ist jetzt quasi die Abkürzung für uns zurück nach Mariner's Keep. Hier war vorhin Stimmt, wo wir mit dem Aufzug hochgefahren sind. Der Dickmann mit der Axt. Das heißt jetzt Schaumküsse, Fabian. Da hast du natürlich recht. Ich habe jetzt den kompletten Höhenflug und denke, ich würde hier den Gegner sofort jetzt einfach umhauen, der mir hier über den Weg läuft. Jeder Einzelne, guck mich nicht an, zack. Ja. So, euch hau ich auch noch kaputt. Ich hab kurz gedacht, es geht nicht kaputt. Wir schauen von hier aus zum Beispiel, könnten wir noch mal ein bisschen gucken, ob wir nach Westen noch weiter können. Okay. Klettern, stimmt, habe ich gar nicht gemacht. Dahin. Kommen wir wieder schneller hoch. Da hinten wäre noch ein Item. Das ist ein Serum Whisper, da waren wir schon tatsächlich. Nein, aber es war ein Item auch oben. Ach so, sorry. Der ist noch gewesen, aber es ist wahrscheinlich irgendwie so einfach. Hiding. Waren wir hier schon? Wir hatten hier fehlt uns nach wie vor der Schlüssel, komischerweise. Immer noch. Der Western Bridge, den haben wir gar nicht gefunden. Nicht mal der Tony hatte das, oder was? Hier wäre noch was. Repair Powder. Könnt ihr noch mal, ich probiere jetzt mal was aus, Leute. Hast du mal? Das ist mir nämlich einmal versehentlich passiert und ich würde gerne mal gucken, ob das was das Zufall war oder ob ich das jetzt auch wieder hinkriegen würde. Kann ich hier runter? Ja, da kommst du wieder, da warst du hier schon. Ja. Hier sind wir jetzt wieder. Jetzt nochmal hier raus, um nochmal einfach zu versuchen, euch einen neuen Abschnitt zeigen zu können. Geh nochmal durch das Tor durch. Bin nämlich versehentlich mal hier an der Stelle runtergefallen. Was überhaupt hier? Und dann warst du anderswo? Ja, und bin wieder erwartend nicht gestorben. Ich glaube, es war aber leider nicht hier. Ich wollte mich nämlich jetzt hier irgendwo... Hier durch hier oben? Ich probiere es jetzt aus, Leute. Wenn ich sterbe, ist es nicht so schlimm. Ich habe es bewusst gemacht jetzt. Seht ihr, wir landen nämlich im Wasser und es geht da weiter. Guck mal, wir hatten vorher, also wir werden ja schon mal ins Wasser abgeschossen, haben die Fall Damage bekommen. Ja. Hier ist aber tatsächlich ein ganz anderen Bereich entdeckt. Genau, weil wir jetzt hier ins tiefe Wasser gefallen sind, geht das jetzt hier einfach weiter. Oh, noch ein Ring. Wir haben noch einen Ring gefunden. Das ist aber wir können wieder, aber, glaube ich, können wir 3 tragen? Probier das mal. Ich glaube, das soll ein Schloss sein. Das das muss man dann freischalten mit Aufleveln wahrscheinlich oder irgendwie. Genau, hier. Die Abkürzung musst du das leider freischalten. Fehlt uns leider die nötige Leiter noch. Hier kommen wir nicht. Aber da kommst du durch. Wo? Zurück, da wo du hergekommen bist, also hier zur rechten Seite. Und ein bisschen zu deiner, hier um die Ecke. Ach so, du hast vollkommen recht. Dann gehen wir mal hier einmal rein.
aber auch den Radikal. Ach, noch eine Kiste. Lieben Schatztruhe. Ah, und ist das Abkürzung wahrscheinlich? Oh, sogar ein neues Schwert. Stone Tusk Ring Armor increased by 8% und noch das, ein cooles. Guck mal, das ist ein schönes Schwert. Das ist geil. Damage increased by 38%. Und tausche auch gerne einen der Featherings mal aus, falls es hilft. Was machen wir? Also den, der weniger Equip Load. Wir hatten hier den 8% tauschen mal aus. Machen wir weg. Und wir equippen mal dieses schöne. Anstatt das andere Messerchen. Ja. Und ich wechsle das mal durch. Und jetzt haben wir das hier. Kann ich hier runterfallen? Ja. Ja, und da kannst du Item nehmen und mit der Leiter. Da haben wir neue Hosen. Okay, und es ist noch eine Leiter auf der anderen Seite auch noch. Wird es anhand der Karte orientieren? Hier sind wir. Guck mal, das hat man vorher gar nicht. Cool, gar nicht gehen wir wieder zurück. Runter also, da geht es nämlich noch mal weiter. Also soll ich nochmal ins Wasser? Nee, brauchst du nicht. Geh nochmal da, wo du hochgeklettert bist. Genau, gehe ich hier runter. Und geh mal die Leiter runter. Runter? Ja. Und guck mal gleich zu deiner Rechten. Deiner Rechten? Ah, ja. Da ist nämlich noch eine Leiter. Ja, das ist die. Jetzt haben wir so einen Zirkelschluss hergestellt zum Anfang, weil da wärst du, glaube ich, auch hingekommen, wenn du am Anfang rechts weitergegangen wärst. Okay. Vom Strand aus. Hätten wir irgendwann diese Leiter erreicht, wo ich gemeint habe, geh du mal zurück. Weil das ist jetzt hier. Hier waren, ich kann mich an die Ecke erinnern, hier war ich vorhin. Genau, und das führt uns dann theoretisch wieder zum Strand vom Anfang zurück. Und wir gucken mal, vielleicht können wir irgendwo nochmal. Da ist auch eine Kiste ganz oben. Weißt du, also da kommst du jetzt noch nicht ran. Ich hätte gerne nochmal einen Gegner vermöbelt mit der anderen Waffe jetzt. Spring doch nochmal runter ins Wasser. Genau, das kann man dann nach hinten nochmal. Würde ich nochmal nach hinten versuchen zu kommen. Kannst du in der Theorie mal gucken, ob du irgendwo dich aufstellen kannst. Hier. Ah ja, da, guck mal, da haben wir jetzt was. Kämpfen der hier. Sieht gefährlich aus. Das sind die, ist der gleiche, wie du in der Höhle schon mal hattest. Zwei davon. Mhm. Boah, du ziehst gut ab. Ja, aber ich block leider nicht gut. Mann, eben noch einen Boss gelegt und jetzt von zwei unbedeutenden Standardgegnern platt gemacht worden. Wir haben aber auch ganz anderes Timing. Das stimmt, das ist. Oh, und jetzt konntest du sogar die Gegner hier nochmal. Ja, aber sie machen mich trotzdem fertig. Hier, halt mal das Schild vor dir gedrückt. Vielleicht kannst du irgendwie Schläge tanken von denen dann. Ich probier mal. Okay, und dann, ja, so ist es nämlich die klassische Art hier. Da hat er recht. Schön turteln. Oh. Boah, was gibt's denn hier alles? Hosen und Schilder. Das ist halt wieder eine verfluchte Hose. Das tut mir leid. Das wollte nicht, dass es so jede Hose ist verflucht. Okay, das Schild ist ein bisschen schlechter als das, was wir haben. Die Hose ist auch viel Focus, schlechter. Loss und Damage taken. Ja. Ah, okay. Komm, wir tragen sie. Ja, es ist also, okay. It's alright. Guck mal, jetzt sind wir. Wieso sind wir denn jetzt fast? Ach so, weil. Irgendwas haben wir abgelegt, was super schwer war. Wahrscheinlich, die Hose wahrscheinlich. Hose ist, guck mal, die kostet nur 15. Ihr anderes habt auch wesentlich besser Abwehr. Jetzt sind wir noch schneller. Jetzt haben wir kaum Abwehr. Ich finde diese Rolle gar nicht so toll, diesen Dash. Es ist ungewohnt, es ist sehr ungewohnt. Ich bevorzuge auch lieber eine Rolle als einen Dash, muss ich sagen. Ja. Kann man hier rein? Ach, Krabbi. Das ist nur ein Krabi. Ich kann mir vorstellen, dass du gleich nochmal eine Abkürzung wieder freischaltest. Irgendwie so eine Leiter, die du runterkickst. Haben wir noch ein bisschen Loot gefunden. So ein Krabbensaft. Ja, hätte ich noch was ausgraben können, das spare ich mir jetzt mal. Das haben wir ja schon gesehen. Hier haben wir noch eine Schatztruhe. Riecht. Also wir hätten uns schon auch für den Boss noch etwas besser ausrüsten können. Hätten die noch ganz anders besiegen können mit der schnellen. Aber wir haben es nicht durch. Aber wir haben es geschafft. Die Frage ist, Greg. Macht es jetzt Sinn, dass ich nochmal zurücklaufe, damit wir der Vollständigkeit halber sagen, okay, wir zeigen euch auch noch die Sequenz, mit der das endet, weil dann kommt noch ein bisschen eine kleine Story-Sequenz. Dann lass es doch machen, oder? Weil wir können ja noch ein bisschen resümieren gleich, wenn wir noch ein paar Minuten hier haben. Gerne. So können wir natürlich jetzt in dem Moment noch nicht sagen, was euch alles exakt beim Early Access erwarten wird. Also ich glaube nicht, dass da für euch schon Schluss wäre, wenn ihr jetzt schon einsteigt. Oder ob es vielleicht sogar nochmal eine andere Demo vorhat, die wissen wir natürlich nicht. Ich bin bisher ziemlich angetan. Ich habe wirklich Bock auf das Spiel. Ich mag den Look total gerne. Ich bin jemand, ich stehe auch auf klassische Action-Rollenspiele, die nicht diese Art von Kampf haben, aber dass das hier eben so eine Bedeutung hat. Ich meine, das haben wir jetzt hier schon gemerkt.
wie das einen dann abholt und wie das einen auch gefangen nimmt, wenn man sich da eben wirklich Mühe geben muss und auch Kämpfe hat, wo man eben zwischendurch mal scheitert, wenn man sich dumm anstellt. Jetzt können wir ihm nochmal Tschüss sagen. Can't thank you enough for helping me out earlier. Road was clear all the way from the fortress. Wusste ich jetzt nicht, dass er wirklich was anderes nochmal sagt. Freut mich, dass es so ist. Und dann gehen wir mal Richtung Sacrament. Also mir hat es super viel Spaß gemacht. Ich freue mich, das jetzt gespielt haben zu können. Bin sehr gespannt drauf. Kommt ja später auch für Konsolen raus. Genau, da wäre es wahrscheinlich auch meine bevorzugte Plattform, da ich ja eher, mein PC ist ja nur ein Steam Deck in der Regel. Beim Steam Deck muss ich auch mal gucken, ob ich dann gut erkennen kann, alles, was man da kleinteilig sieht. So, jetzt kommen wir an. Und jetzt jetzt kommt Sacrament, wo man dann auch, wenn wir das richtig verstanden haben, auch im Showcase dann später sein eigenes Häuschen und sowas hat. Don't think just because you failed the beast, you're an ally. It's all right, Winnick. I apologize for the lack of hospitality. My friend here has his guard up for good reason. Once the raiders took the old fortress, their bloodshed has drawn more and more of those things towards our city. How did you manage to slay that monstrosity? My God. Serum. The Watcher's call has been answered. Ha! I told that old coot he was wasting his time. For once, I'm glad I was wrong. Serum, in the flesh and on our island. I thought you'd be taller. Your kind's welcome within our walls. I trust you'll find a home here. Seek the Watcher up in the rookery. Welcome to Sacrament. Ich glaube, genau diesen Schwenk sieht man auch in dem Trailer vorhin schon mal oder im Showcase. Da würde das Spiel dann jetzt weitergehen. Wir haben keinen einzigen rausgeschickt, um dieses große Monster zu erledigen, haben auf uns gewartet. Wir haben gewartet, hier, da kommt irgendwann vorbei, der wird das schon machen. Ich nehme die Hintertür. That's it, dann können wir jetzt aus dem Spiel rausspringen. Das war unser Anspielen von No Rest for the Wicked und das war auch das Wicked Inside Showcase. Ich hoffe, Gregor und ich haben euch ein bisschen informieren können, auch unterhalten können. Ich weiß, wir sind natürlich ein, zwei, dreimal auch gestorben zwischendurch, das gehört dazu. Ich bin froh, dass wir das geschafft haben. Wir wollten ja auch zeigen, was dann passiert. Wollten auch zeigen, wie das Spiel damit dann umgeht. Ich freue mich trotzdem, dass wir da durchgekommen sind, dass wir den Boss gelegt haben, euch das auch zeigen können, weil es einfach zu einem runderen Ende dann auch führt. Da, sicherlich hätte man hier und da noch mehr Schatztruhen finden können, auch hier und da noch mal einen Gegner. Dafür haben wir es aber zu Ende gebracht in der Zeit. Ja, ich werde beim Early Access auf jeden Fall dabei sein, also mal reinschauen. Und wir haben hier ein bisschen schon mal rumprobiert mit den Waffen, die wir hier gerade im Playthrough bekommen haben. Kannst du, Fabian, sagen, du hast ja hier und da mal ein bisschen vorab probiert, hast du teilweise komplett andere Waffen, also andere Waffenklassen? Ich habe schon mal einmal nur so die Hälfte ungefähr gespielt davon. Da hatte ich so blaue, so Doppelschwerter, was wir jetzt hier, glaube ich, gar nicht hatten. Die waren super stark und ich habe es einmal auch bis zu Warwick vorher schon gespielt mit einer anderen, mit dem klassischen Schwert, auch wieder eine ganz andere Dynamik nochmal gehabt. Also wir wissen ja nicht, wie das vorher wird. Das war jetzt für uns genauso blind und wir wussten nicht, was wir vorher jetzt hier an Waffen und Ausrüstung kriegen würden. Das nimmt wirklich einen sehr, sehr großen Einfluss auf das Spiel. Sowas wie das Claymore, was wir gespielt haben, das wäre überhaupt privat nicht mein Ding. Nee, aber du hast es eben damit echt gut gemacht und es hat ja auch funktioniert. Wir sind da ja reingestolpert vom Probieren, weil, wie erwähnt, normalerweise würde ich ja auch nicht so spielen, aber okay, wir haben es jetzt mal hier mal ausgesessen und auf einmal ein paar Glückserlebnisse, Erfolgserlebnisse haben gereicht, um da mal reinzugehen. Es zeigt einem wieder auch, dass man sich nicht verschließen sollte, trotz des Instinkts, den man hat. Okay, ich spiele gern so und dann mache ich das hier. Ein paar Sachen hast du ja auch noch mal zwischendurch immer wieder ausgeführt. Ich finde echt das Gewichtige, dann wie sich alles anfühlt und wuchtig, wenn man mit dem Schwert dazu haut. Mhm. Wo ich noch ein Gefühl dafür entwickeln muss, ist auf jeden Fall, okay, auf die Stamina achten, die dann beim Charakter selber ist und nicht auf einer anderen Leiste, dass man immer so schmult mit dem Auge, sonst immer oben auf die Leiste bei anderen Games. Wann sind meine Iframes und wann kann ich durchtauchen? Mhm. Wie mit dem Schild haben wir ja kaum was gemacht bisher und das hat sich auch bei den Gegnern am Ende als ganz gut, so dieses Klassische. Wir hatten aber auch lange kein Schild, ne? Ja, genau. Und wir hätten es mit dem Claymore auch nicht benutzen können. Also ihr merkt schon, da kann man viel drüber quatschen und philosophieren, eben weil so viele unterschiedliche Spielstile dann auch ermöglicht werden durch das Equipment, was man trägt. Also ja, ich würde sagen,
That's it für heute. Mhm. Wir werden sicherlich uns dem Spiel wieder widmen, wenn quasi der Early Access dann losgeht. Und ich sage vielen Dank euch da draußen unter den YouTube-Zuschauern, wenn ihr uns da jetzt gerade guckt. Und für die Leute, die live jetzt mit dabei sind und auf düstere Fantasy stehen, die können eigentlich gleich einfach dranbleiben, weil hier geht's weiter mit Du bist HeroQuest. Fabian Krane, Colin, Etienne und Nils, habe ich mir sagen lassen, werden da gleich HeroQuest spielen, auch eins der Spiele meiner Kindheit. Vielen Dank, dass ihr bei No Rest for the Wicked dabei wart. Bleibt uns gewogen. Und das Schlusswort darf jetzt Gregor machen. Ja, Fabian hat sich die wichtigen Sachen schon gesagt. Deshalb habt ein schönes Wochenende. Schaut euch HeroQuest dreimal an und die ganzen anderen schönen Sachen, die wir haben. Und wir bereiten in der Zwischenzeit auch eine wunderbare nächste Game Talk-Folge vor. Ja. Profi, Gregor, hätte ich jetzt auch noch sagen wollen. Siehst du, wollen wir es nochmal kurz reintun. Also dann danke und tschüss, Leute. Tschüss.